Tagen haben die Wahlen in Argentinien und Holland gezeigt, dass Kandidaten oder Parteien viel Anklang in der Bevölkerung finden, die gar nicht unbedingt sich als demokratisch bezeichnen. Die Demokratie ist weltweit unter Druck und auch in Österreich. Chatprotokolle belegen den verborgenen Einfluss mächtiger Akteure, Versuche, intransparent zu agieren. Rechtsautoritäre Kräfte versuchen, demokratische Strukturen und Prozesse auszuhebeln. Und vielleicht wird die Nationalratswahl in einem Jahr, 2024, wegweisend für die Zukunft der Demokratie in diesem Land. Das ist der Rahmen dieser RIL-Vorlesung hier an der Uni Wien zum Thema Demokratie. Und heute geht es um Möglichkeiten und Probleme progressiv-demokratischer Politik heute. Ein paar Fragen. Was sind eigentlich progressive Antworten auf die Krise der Demokratie? Was sind angesichts der Herausforderung Spaltung der Gesellschaft, Superreiche hier, Armut dort, zunehmender Antifeminismus, der Klimawandel, der einen dringenden sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft benötigt? Was heißt eigentlich Demokratisierung von Wirtschaft? Geht es da auch um Eigentumsfragen und anderes? Letzte Woche hatten wir Julian Hessenthaler in der Vorlesung, der auch nochmal argumentiert hat und gezeigt hat, wie systematisch in nicht der Medienlandschaft, aber in Teilen der Medienlandschaft auch Freunde der Wirtschaft dominieren. Mein Name ist Ulrich Brandt, ich arbeite hier am Institut für Politikwissenschaft und organisiere mit Lea Feichtinger diese Ringvorlesung. Ich freue mich über dieses enorme Interesse an diesem Abend. Ich entschuldige mich, wir haben versucht, einen größeren Hörsaal zu bekommen. Das war leider abends nicht möglich, deshalb sind wir hier. Aber es wird, glaube ich, ganz gemütlich. Wir nehmen diese Vorlesung auf. Wir werden sie danach zur Verfügung stellen, auch zum Nachhören. Oder für jene, die jetzt nicht reinkommen, können das nachhören. Das große Interesse ist natürlich damit verbunden, dass unser Hauptredner und Mitdiskutant heute Andreas Babler ist. Ein sehr herzliches Willkommen. Wiedergewählter Bundesvorsitzender der SPÖ, Mitglied des Bundesrates und Bürgermeister von Preiskirchen. Weiter muss ich ihn gar nicht vorstellen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Andreas Babler wird gleich 20 Minuten zu uns sprechen und dann werden wir kollektive Skepsis. Und dann werden wir hier mit zwei Diskussionsrunden, drei Kollegen, die ich sehr schätze, noch diskutieren, Andreas Babler, und am Ende natürlich, also nicht nur am Ende, sondern in einem späteren Teil wird auch Zeit sein für Kommentare und Fragen. Gundula Ludwig ist Professorin für sozialwissenschaftliche Theorie der Geschlechterverhältnisse an der Universität Innsbruck und leitet dort das Zentrum für interdisziplinäre Geschlechterforschung. Ganz lange Kollegin hier von uns war am Institut für Politikwissenschaft. Freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Fabian Hattendorfer ist seit 3 Jahren aktiv bei System Change for Climate Change, hat an der WU sozialökologische Ökonomie studiert und arbeitet in der gewerkschaftlichen Basis- und Bildungsarbeit. Er versucht, die Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Klimabewegungen zu stärken. Herzlich willkommen, Fabian. Leiter des Instituts für Multilateral Governance und Development an der Wirtschaftsuni und außerordentlicher Professor am Department für Sozioökonomie der Wirtschaftsuni Wien und auch darüber sehr bekannt Präsident der internationalen Karl Polanyi Society und Mitglied, da wird er sicherlich auch innerlich noch eingehen, des Foundational Economy Collective, die diese Idee der öffentlichen Infrastruktur ganz stark gemacht haben. Herzlich willkommen an dieser Uni. Auf den ersten Beitrag von Andreas. Vielen lieben Dank für die. Vielen lieben Dank für die nette Begrüßung, für die Möglichkeit, heute bei Ihnen und bei euch heute kurze Ausführungen zu machen, versprochen. Ja, wir sind, um es ganz locker einzuleiten, wir sind am Beginn einer Reise angelangt mit einer Bewegung, die
schlussendlich dann geführt hat, dass ich in der Sozialdemokratie den Vorsitz innehaben darf. Kein einfacher Prozess, mathematisch mit allen Aufgabenstellungen. Jetzt waren wir sehr stolz, dass wir das relativ schnell erledigt haben. Nach 3 Stunden statt nach 2 Tagen ist schon mal ein Fortschritt. Aber es ist natürlich eine Auseinandersetzung, die ganz wichtig ist auf mehreren Ebenen. Es ist so hart, die Kämpfe, die sozusagen um Überschrift und in ein paar Thesen heute in einer kurzen Zeit andeuten darf, natürlich eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung, auch innerhalb der Sozialdemokratie. All das, was wir an Erfahrung gemacht haben, was den sogenannten Dritten Weg gekennzeichnet hat und das Scheitern des Dritten Wegs, auch tatsächlich politisch auch innerhalb der Bewegung durchzusetzen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, nicht ganz einfach. Ich bin in einer Vorwahlkampagne gestartet mit, kurz zusammengefasst, waren glaube ich 14 Seiten mit 30 Punkten, die sozusagen auch im Widerspruch ein bisschen gestanden sind mit der Prioritätensetzung der Sozialdemokratie. Wahrscheinlich gar nicht mit den Urinhalten, ideengeschichtlich, aber zumindest in der Pointiertheit, in der Klarheit, aber vor allem auch in der Prioritätensetzung. Und ich muss sagen, es ist vielleicht ein großes Medieninteresse immer auch an den Diskurs in der Sozialdemokratie. Also ich wollte nur andeuten, dass es ein großes öffentliches Interesse nach Statuten einer Partei gibt. Ich würde mal auch vergleichen, in anderen Parteien ist das nicht so ein hoher Stellenwert, wie dort in welche Gremien gewählt werden. Aber bei uns ein ganz wichtiger Punkt, auch tatsächlich, dass man inhaltlich mittlerweile 27 von diesen 30 Punkten, die in der Vorwahlkampagne sozusagen als Underdog beginnend mit meinem damals sehr engagierten, aber freiwillig organisierten Team, war tatsächlich 27 von 30 durchgesetzt. Das sind jetzt Beschlusswahl geworden am Parteitag innerhalb von 5 Monaten mit auch den ein oder anderen größeren und kleineren Widersprüchen auch in der Partei natürlich, das durchzusetzen. Gut. Prinzipiell versuchen wir, wenn das Thema auch heute ist, so rechte Politik tatsächlich quer zu denken vom Ansatz her. Ist rechte Politik aufhaltbar? Ja, die Beantwortung ist klar, ansonsten würden wir sie alle miteinander nicht politisch, viele von euch kann ich nicht unterstellen, aber die meisten engagieren, um rechte Politik aufzuhalten, de facto. Und die Antwort ist klar, ist natürlich eine Politik, die an den Lebensgrundlagen was ändert, die grundsätzlich einen Spruch hat, der philosophisch betrachtet heißt, dass nicht Menschen die Probleme darstellen, Menschengruppen die Probleme darstellen, sondern die Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten und leben. Und das führt uns zu einem ganz radikalen Paradigmenwechsel, wie Politik gedacht werden muss. Es ist ein harter Sprung auch in der Sozialdemokratie, auch ganz anders zu ticken in die Einordnung, was es auch heißt, da einzugreifen. Das Problem, was ich gehabt habe in den letzten 20, 30 Jahren in der Sozialdemokratie, war tatsächlich die Einbettung, wenig einzugreifen in Marktmechanismen, in Ökonomisierungstendenzen, in die sogenannte damals Globalisierung, später Neoliberalismus genannt, mit Dogmen, die vorgegeben haben, wie Wirtschaftsordnung, wie Wirtschaftsbeziehungen zu funktionieren haben und tatsächlich dann Politik sozusagen nur abfedernd, größte Härten rausnehmend, eigentlich mit einem sehr passiven Konzept doch tatsächlich zu gestalten. Und das wäre für ein Politikkonzept im Allgemeinen, das tatsächlich auch wieder anknüpft, daran die Bedingungen zu ändern, heißt einzugreifen. Jetzt vor kurzem haben wir es einmal erlebt in einer Randnotiz, was es heißt, dass es schon möglich ist, in Preise einzugreifen, logischerweise. Leistbares Leben tatsächlich als Staatsziel zu definieren. Auf der anderen Seite werden wir nie hören, den Aufschrei, wenn solche Thesen kommen tatsächlich, wenn man eingreifen soll, wenn es darum geht, um eine Zinspolitikentscheidung der Europäischen Zentralbank, was nichts anderes ist als Eingriff, allerdings geduldeter Eingriff. Und jetzt versuchen wir an den Interessenslagen von Bevölkerungsgruppen, von der großen Mehrheit, im Englischen for the many sozusagen noch anknüpfend, noch tatsächlich Bedingungen zu ändern. Das hat viel zu tun mit der Re-Regulierung des sogenannten freien Welthandels, dass wir sozusagen nicht glauben, dass der Markt sozusagen alles regeln muss. Wir stellen in Frage, dass der Markt überhaupt in lebensbestimmenden Bereichen auch das Sagen hat. Das ist für uns die Frage von Wohnen, das ist die Frage von Bildung, das ist die Frage von Energie, um einige Themen auch tatsächlich zu nennen, wo wir glauben, dass der sogenannte freie, weil war jetzt der radikale Markt eigentlich nichts zu suchen hat. Das ist ein sehr radikaler Ansatz und das ist sicherlich eine mittelfristige Auseinandersetzung, die wir in und außerhalb der Sozialdemokratie führen müssen, nicht nur der österreichischen, sondern natürlich auch im Einklang mit der internationalen Politik. Und Sozialdemokratie hat einen Vorteil, nämlich dass sie viele gesellschaftliche Bereiche, Lebenssituationen mit großen Prioritätensetzungen auf Ökonomie zusammenführen kann, erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist, dass ein Privileg, das die sozialdemokratisch-sozialistische Bewegung immer gehabt hat,
nämlich das Privileg, eine international organisierte Bewegung zu sein, wieder in den Vordergrund, in unser Bewusstsein auch tatsächlich drängen ist. Es gibt da Überschneidungen, egal ob wir jetzt über sozialdemokratische Themen wie Österreich beschäftigen sprechen, ob wir in Jahreshauptversammlungen in kleinen Ortschaften zusammentreffen, ob wir auf nationaler Ebene im Bundesparteitag zusammentreffen, dass viele der Grundfragen einfach zeitgleich in allen Kontinenten durch alle unsere Organisationseinheiten auf allen Kontinenten eigentlich gleichgestellt werden. Recht auf leistbares Wohnen, Recht auf Gesundheitsversorgung, Hygienestandards, Arbeitsbedingungen in dem großen Bereich und natürlich auch den Rechtsanspruch auf einen intakten Planeten mit all den Unterordnungen, zu denen nachher noch kommen. Und jetzt ist es natürlich so, dieses Politikfeld auch ganz persönlich verbinden zu können. Es hat die Stärke der Sozialdemokratie, warum es uns auch wichtig ist, auch diese Mitgliederbewegung gestartet zu haben. 16.000 Menschen, die beitreten, ist eine Zahl, die ist für uns schon sehr beeindruckend, weil nach 20 Jahren erstens einmal der Trend umgekehrt ist. Aber wir wissen auch ganz bewusst, dass jeder und jede, die da beitritt, das keine leichte Lebensentscheidung ist. Es ist nicht so, wie man irgendwo in einer Charity-Veranstaltung oder in irgendeinem partikularen, gut gemeinten Organisation einfach eine Spende abgibt, sondern man entscheidet sich bewusst, einer politischen Partei beizutreten. Das, was wir geschafft haben, ist sozusagen über diese Kampagne auch zu zeigen, dass man erstens Respekt und Würde gegenüber Mitgliedern zum Ausdruck bringt, weil wir wissen, dass die Organisierungsfrage eine ganz wichtige ist. Auch sehr philosophisch, aus älteren Schriften abgeleitet, auch was die Frage der Existenzdefinition von Menschen ist. Was ist das menschliche Sein? Was unterscheidet uns sozusagen auch im kollektiven Zugang zueinander? Wo sind die Stärken der Organisierung, wenn man etwas verändern will? Also tief philosophische Debatte, sozusagen auch auf die eigene Organisierungskraft zu glauben, im Verbund mit vielen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir stärker werden. Deswegen verstärken wir das auch. Deswegen werden wir noch immer mitgehen. Also, ich sage das immer wieder, wenn da irgendwer von Ihnen, von euch dabei ist, der noch ein bisschen was braucht, ich bin heute noch länger da, nachher wäre gern der persönliche Werber von euch. Während der Partei da sind 45 Menschen mit dem Satz beigetreten. Finde ich erstaunlich in einer Stunde. Wir freuen uns wirklich, weil wir müssen sozusagen politisch stärker werden. Aber was heißt politisch stärker werden? Dieser Verbindung auch mit den Lebensrealitäten, die ich vorher angesprochen habe. Auch die Fähigkeit der Sozialdemokratie, über 150 oder 160.000 Menschen jetzt, die ihr Abbild auch der Gesamtgesellschaft bilden. Realitäten sind, die unterschiedliche Karrieren gemacht haben, die unterschiedliche Schicksalsschläge gehabt haben, die auch in der Familie Arbeitslosigkeit betroffen waren, Abbau, Globalisierungsopfer unter Anführungszeichen war, Auslagerungsopfer, die gleichzeitig um Gesundheits- und Spitalstermine laufen müssen, die Angst haben um ihre Pensionen, die staatlich gesichert sein sollen, die auf einmal Abschläge kriegen, wenn sie sozusagen früher in Pension gehen müssen, die davon betroffen sind, wenn man innerhalb von kurzer Zeit die 13., 14., 15. Miete bezahlen muss, die in der Erderhitzung de facto immer die sind, mit denen man manchmal mit dem Zeigefinger drüber zeigt, sozusagen, ob die Perspektive und auch das Bewusstsein der Politik ihnen nicht die richtigen Antworten auch skizziert, auch nicht die richtigen Perspektiven auch gibt, die ihnen nicht die Möglichkeit geben, im Supermarkt die richtigen Lebensmittel, die regional produziert waren, auch im richtigen Jahreszeitraum auch die richtige Produktpalette angeboten zu kriegen, oder wenn sie biologisch nachhaltig korrekter auch Lebensmittel beziehen müssen, einfach viel teurer in die Tasche greifen müssen und das ihnen ökonomisch verhindert wird. All diese Fragen sozusagen aus unseren Lebensrealitäten zu verbinden, das ist vielleicht eine Stärke, die ich stärker habe, weil all das, was wir erleben, im Grundwiderspruch, den es da immer, natürlich immer gibt zwischen Arbeit und Kapital, der bestimmend ist bei 3,9 Millionen unselbstständigen Erwerbstätigen in dem Land, die Tag für Tag nichts anderes tun, noch immer als ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Natürlich in einer geänderten Gesellschaft, mit einer anderen sozusagen Vielfältigkeit, mit einer Diversität auch dieses alten Grundwiderspruchs. Dass die natürlich jeden Tag noch immer einfach Arbeitskraft verkaufen. Und der Rest, der überbleibt, wäre jetzt eine politisch-ökonomische Vorlesung, weil allerdings tatsächlich natürlich schon die Grundsubstanz auch für Profite noch bevor ist. Eingebettet in die Diskussion führen wir auch jetzt die Gerechtigkeitsdebatte in Österreich. Auch nicht ganz umsonst, auch manchmal ein bisschen moralisch aufzeigen, wie das eigentlich ist, dass beispielsweise in börsennotierten Unternehmen die Manager und Managerinnen mittlerweile das 80-fache verdienen vom Medianeinkommen ihrer eigenen Beschäftigten. Und dass diese Schere immer weiter auseinander geht, dass das vor 20 Jahren durchschnittlich das 15-fache war. Also zu zeigen, auch über die moralische Frage, aber ökonomisch eingebettet zu wissen, dass es schon was damit zu tun hat, mit steigenden Gewinnen und gleichzeitig einer Politik, die auf die Füllen vergisst oder Inflationen einfach durchrauschen lässt in vielen Bereichen und Dinge nicht verhindert. Natürlich wissen wir, dass Arbeit und Kapital sich ganz anders entwickelt hat in diesen Fragen, auch der Darstellung, auch der Angreifbarkeit. Das ist ein Thema, das wir seit
vielen Jahrzehnten auch beschäftigt, sozusagen auch die Transformation spürbar zu machen. Natürlich gibt es dieses Arbeitskapital im direkten Verhältnis, aber es ist nicht mehr so, dass es rein so ist, dass die Fabriksarbeiter, damals noch hauptsächlich männlich, dann auch später weiblich, auch in der Definition, auch oder Theorien dazu, tatsächlich gehen und auf der anderen Seite mal die Fabriksbesitzer. So ist es ein bisschen diffiziler worden, sozusagen beginnend über die Verschleierung der Eigentumsverhältnisse, über Aktien, über Shareholders. Es gibt dann neue Tendenzen, was wir gesehen haben, dass es nicht nur um den Besitz geht von Produktionsmitteln und von Fabriken, sondern es geht um Verfügungsgewalt, über Wissenschaft, über Forschung, über Technologie. Das ist ein Thema, das uns heute sehr stark beschäftigt, beispielsweise, wenn wir nachdenken, was Politik gerade national und international versäumt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wir sehen, wenn wir die Nachrichten und die internationalen Wirtschaftsnachrichten verfolgen, sehen wir, dass die Konzentrationsprozesse schon sehr weit fortgeschritten sind. Dass wir die Nachrichten kriegen, wer übernimmt die Programmierungsfähigkeit oder das Programmierungs-Know-how an künstlicher Intelligenz, was sind die großen Players, die sich auch die Technologie sichern, aber die Politik zum Beispiel überhaupt nichts gelernt hat aus den Social-Media-Erfahrungen, wo sie es auch vergessen hat, wer kontrolliert transparent, wer demokratisiert auch diese Prozesse, zu was für einen Bedingungen, zu was für einen Nutzen tatsächlich künstliche Intelligenz in der Programmierung dargestellt wird. Also all das, was wir über Wissenschaft, Forschung, Technik, Telekommunikation schon erlebt haben, spätestens mit der vierten industriellen Revolution, sehen wir jetzt, dass wir auch nicht fit genug sind in der Politik, tatsächlich jetzt Demokratisierung, Transparenz und Kontrolle in diesen großen Zukunftsfonds tatsächlich einzubetten. Die Lebensrealitäten ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wenn man aus den Lebensrealitäten auch Politikfelder beantworten. Wir haben eine Situation in einer Politik, Sozialdemokratie mit inbegriffen, dass wir zwar alle gut sind, im Problem auflöst. Wir wissen auch demografisch, wir wissen aus anderen Studien, aus Statistiken, aus Prognosen, wie viele Menschen fehlen werden in wie vielen Bereichen. Wir wissen, dass wir 30.000 bis 50.000 Menschen zu wenig in Pflegeberufen haben, werden 2030. Wir wissen, was die Situation der Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer anbelangt. Also alles vollkommen richtig. Aber es wird nicht reichen zu sagen, wir müssen die Ausbildungsplätze verdoppeln, wir müssen Pflegeausbildungsplätze schaffen beispielsweise, sondern wir müssen, und da hat die Sozialdemokratie eine einmalige Chance, aus den Lebensrealitäten kommend, auch fragen, warum schaffen wir es nicht, dass Menschen in den Pflegeberuf gehen? Was sind die Arbeitsbedingungen dort? Und wenn wir uns unterhalten und wir mal nachdenken drüber in unserem persönlichen Umfeld oder selbst drüber nachdenken, in so einem Beruf zu arbeiten und wir führen anderthalb Stunden ein Gespräch, dann werden wir das nie mehr freiwillig machen. Außer wir haben schon so ein Herz dazu, dass wir das tun, weil es nicht lustig ist, sozusagen, dann in der Stechnopflege zu arbeiten. Nicht lustig zu sein, wenn wir sehen, die Burnout-Raten nach 6 bis 7 Jahren. Nicht lustig ist zu sehen, dass wir, wenn jetzt Pflegepersonal abgefragt wird, dass 2/3 davon sagen, dass sie nicht einmal in die Pension gehen können dort. Also die Verbindung der Lebensrealitäten vor Ort, der Arbeitsrealitäten, der Arbeitsbedingungen zu sehen mit den Zahlen und den großen Herausforderungen ist in der Sozialdemokratie genau der große Vorteil. Und das muss man durchziehen durch gesamtgesellschaftliche Bereiche. Also jetzt nicht klassisch nur Überbau zu sehen und vieles andere funktioniert dann einfach, sondern die Frage zu sehen, was heißt das in der Pädagogik? Was macht die Sozialdemokratie für das Werbe jetzt seit 5 Monaten auch in einer neuen Sprache? Tatsächlich einzigartig, wenn man über Pädagogik und Ansprüche von Kindern redet, wenn man über den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen redet. Natürlich wissen wir, dass uns Plätze fehlen. Natürlich wissen wir, dass wir finanzielle Mittel brauchen, überhaupt in Städten und Kommunen, damit sie überhaupt Kinderbetreuungseinrichtungen bauen können, Personal einstellen können und vieles andere. Aber wir denken es ganz anders. In diesem Fall denken wir es aus dem Recht der Kinder heraus. Kinder, Bildungsgerechtigkeit ist eine ganz wesentlich elementare Geschichte, beispielsweise auch tatsächlich gleiche Chancen zu besitzen. Unabhängig von der finanziellen Stärke, von der finanziellen Ausgestattung des Haushalts zu Hause. Das heißt, es ist ein Kinderrecht, sich, wenn sie in die Schule gehen, dass wir nicht nur die besten Bildungseinrichtungen haben, dass es verschränkte Ganztagsformen gibt, die pädagogisch gut sind, dass die auch überhaupt auch am Land erreichbar sind, nicht nur in den Städten, sondern wir haben auch das Grundrecht aus der Kinderrechtssicht heraus, dass die besten Pädagoginnen dort sind. In der Früh. Und dass wir nicht die Situation erleben, beispielsweise, dass wir schon halt den Personalnotstand unter Anführungszeichen mit irgendwelchen Maßnahmen kurzfristig bekämpft, seit freiwillige Pensionsrückkehrer, Milizsoldaten und was da alles für ein Wahnsinn gekommen ist, sondern dass der Kinderrecht ist. Beispielsweise Kinder haben einfach das Recht, dass sie dort die besten Pädagoginnen haben. Das ist ihr Rüstzeug, das ist ihre Chance rauszukommen. Das ist ihre Chance sozusagen auch tatsächlich eigene Existenz aufzubauen, eigenes Wissen sich anzueignen und tatsächlich ihr Leben zu gestalten.
Und so müssen wir diese Dinge sozusagen in jedem einzelnen Bereich, von der Pflege über die Gesundheit, über die Berufsverbindungen, Bedingungen tatsächlich regeln. Und so ist auch eingebettet die Arbeitszeitvergütung. Könnte man sie auch leicht machen und sagen, es ist klassisch. Die Sozialdemokratie fordert seit ihrer Entstehungsgeschichte Arbeitszeitverkürzung. Völlig richtig. Wir haben immer geschaut, dass ein Stück der Arbeitsproduktivitätsentwicklungen, gibt es auch andere Quoten dazu und Lohnkurven und vieles andere, aber die Arbeitsproduktivität war immer so ein Gradmesser in der Hauptüberschrift, die sie auch zurückgeben sollte, auch in der Reduktion der Normalarbeitszeit. Das haben wir gemacht von Viktor Adler beginnend in unseren ersten Gründungsschriften, wo wir darüber gesprochen haben, über die Bierkutschenfahrer und dass die 68 Stunden arbeiten müssen. Und so haben wir das immer wieder durchgesetzt, wo wir stark waren mit Gewerkschaften miteinander und eine Regierungsverantwortung waren, dass wir immer ein Stück weit zurückgegeben haben. Alles wichtig. Aber die Frage ist schon die Einbettung. Auch in philosophischen Fragen, wenn wir über die Rolle der Frau sprechen. Jede zweite Frau in diesem Land muss oder ist in Teilzeitbeschäftigung. Das heißt, das sind 1 Million unselbstständige, erwerbstätige Frauen, die im Durchschnitt in Österreich 21 Stunden arbeiten. 1 Million von 2 Millionen unselbstständigen Frauen, so circa 1,9 Millionen. Und das ist eine Riesengeschichte, aber das ist hier eingebettet in ein paar Faktoren. Arbeitszeitverkürzung ist einer der Faktoren. Arbeitszeitverkürzung heißt sofort, zumindest als Sofortmaßnahme, dass Frauen, die nur Teilzeit arbeiten können, und dann darauf, warum es so ist, die Chance haben, oder zumindest einmal 15-25% Lohnerhöhung haben, wenn sie dieselben Stunden arbeiten und die Bemessung auf die Vollarbeitszeit dann niedriger ist. Und dass man es schaffen, in den nächsten Jahren Stück um Stück die Arbeitszeit tatsächlich anzupassen und etwas weiterzubringen, dann ist es eine Lohnerhöhung. Das ist eine Form von Respekt, aber es ist zu wenig. Zweiter Aspekt ist ganz klar, dass die Männer sozusagen auch ein paar Stunden mehr zur Verfügung haben, weil sie doch immer diejenigen sind, die Vollzeit arbeiten, dass sie sich auch um die Care-Arbeit kümmern müssen in all diesen Bereichen. Die Sozialdemokratie hat ja jahrelang auch verlernt, ein bisschen offen anzusprechen, was das Thema ist, das Rollenbild der Frau, die Geschichten der Frau, wie schaut die Realität aus? Hat damit zu tun, dass man in der Privatwirtschaft 17% noch immer die Lohnschere hat. Dass die Familienentscheidung, wenn es in einer klassischen Frage zwischen Frau und Mann aufgestellt ist, noch immer so entschieden wird, dass natürlich dann fürs Haushaltseinkommen der Mann vollberuflich arbeiten geht und die Frau die Stunden reduziert. Dass gesamtgesellschaftlich noch immer so ist, dass die Frauen dann manchmal sogar mit 1 oder 2 Jobs in einer wahnsinnigen Realität, sagt man Stichwort Ladenöffnungszeitenliberalisierung, diejenigen sind, die rausrennen aus dem Einzelhandel, manchmal haben wir 8 Jahre Flucht. Wenn die Regale eingeschlichtet sind. Also auch sehr schwierig zu bewerkstelligen ist mit Wechseldiensten und dann soll am liebsten nur Samstag und Sonntag geöffnet werden und was weiß ich, was alles noch kommt in der Diskussion. Aber aus dem Rollenbild der Frau heraus zu sehen, dass wir müssen weiterkommen, dass wir rauskommen aus der Teilzeitfalle. Das heißt natürlich Ausbau von Kinderbetreuung, heißt aber die Lohnschere schließen, heißt das Rollenbild massiv zu kritisieren, das wir noch immer vorherrschend haben. 60-70% der Care-Arbeit wird nach wie vor von Frauen erledigt. Es sind immer die Kinder bringen in die Kindergärten, die dann sie anstrahlen, die dann noch holen, in einen Verein führen, dazwischen einkaufen fahren, dann noch kochen, dann kommt das gemeinsame Abendessen, wenn der Mann nach Hause kommt und dann Wochen nachher noch das Drecksgeschirr und das Dreckwäsche. Und das ist die Realität der Sozialdemokratie, das offen sozusagen als politisches Feld anzusprechen. Und bei Frauen gibt es noch viel mehr, wo man lernen müssen, dass Sprache natürlich auch ein politisches Programm wird. Nachzudenken, man jetzt 50 Jahre Fristenregelung. An der Pläne. Weil wir erlebt haben, ich war gerade zu der Zeit in Vorarlberg, wo das jetzt groß wieder Thema war, wo wir eigentlich diskutieren, dass es keine legalen Schwangerschaftsabbrüche geben soll. Dann ist das richtig, dann könnte es bekämpft nach 50 Jahren. Aber eingebettet ist dahinter schon ein Anspruch von den konservativen Kräften in diesem Land, dass sie der Frau nicht zugestehen, das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Und das ist der Angriff. Und so muss die Sozialdemokratie auch die klaren Antworten geben in einer neuen Sprache. Und das ist einer der Punkte, wie man auch Rechtspolitik bekämpfen muss. Andere Sprache, Thematisierung aus den Lebensrealitäten, tatsächliche Einordnung, was reaktionär, konservativ, rechte Politik heißt. Ablehnung der Frau, nämlich von ihrem Status her. Ablehnung des Selbstbestimmungsrechts. Ablehnung sozusagen auch des gleichen Lohn für gleichwertigen Arbeitsanspruch. In all diesen politischen Feldern ganz ein wichtiger Faktor. Wenn wir zur internationalen Ökonomie kommen, dann haben wir gesehen, was wir auch in der Sozialdemokratie verbockt haben. Und aus diesen Erfahrungen auch tatsächlich selbstkritisch zu lernen. Da rede ich jetzt nicht über meine Fabriksgeschichte aus dem über 100 Jahre alten Betrieb, der Separitreifen, wie jetzt hier vom Jahrgang nicht mehr so kennen, war mal sozusagen ein Marktführer der Reifen, Autoreifenfabrik mit ein paar tausend Industriearbeitsplätzen, aber zu sehen, was es dann hat, verscherbelt zu werden.
wenn man gleich noch sagen, so ausgelagert zu werden, zu sehen, wie hart die Standortlogik durchfährt, wie hoch das ist, wenn dann die Sparpakete zwischen den Werken kommen, wo es heißt, okay, wir haben im belgischen Werk in Terstorf 8% Einsparung, ihr müsst 9%, sonst sperren wir euch zuerst zu. Gibt es 9%, dann müssen wir im deutschen Werk 10% machen, sonst sperren wir die zuerst zu. Also tatsächlich über Jahre lang diesen Druck, Konkurrenz einfach so zu nutzen, dass es immer eine Warnung nach unten ist, in den Arbeitsbedingungen, in den Gehaltsforderungen und viel. Du zeigst mal, ich kriege 5 Minuten dazu. Also ich, Dankeschön. Vielen Dank für den Hinweis. Aber wir sehen in der Finanzkrise, was es heißt, ökonomisch zu sehen, wie wir gesehen haben, was die Krise ausgelöst durch die Hypothekarblase, die geplatzt ist in Nordamerika, wie das auf einmal eine Krise geworden ist, nachvollziehbar an Güterquoten und Rohstoffquoten am Hamburger Hafen, wie sie dann in der Produktionskrise umgewandelt worden ist, schlussendlich in der Finanzkrise umgewandelt worden ist, wie alle dann die öffentlichen Haushalte, nämlich wir, gezahlt haben. Also auch diese Ausfallsmentalität, auch das Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dort, wo der Markt dann auf einmal nicht mehr funktioniert, wo Blasen platzen, ob das Immobilienplatz und Finanzspekulationsblasen sind, der Staat de facto auch dann die Verantwortung übernimmt, dass wir das alles zahlen, allerdings nie beteiligt sind an Profiten, wenn es gemacht wird, sozusagen im Umgekehrten. Wir haben gesehen, was in Griechenland dieser sogenannte Rettungsschirm ausgemacht haben, da haben wir das 3,2 Milliarden, aber nicht die der griechischen Bevölkerung zugutekommen sind, sondern die dazu gedient haben, die Ausfallshaftung der westeuropäischen Banken und Versicherungen sicherzustellen. Und das ist sozusagen der Quantensprung, den wir machen müssen, wenn wir Ökonomie neu denken. Tatsächlich Ökonomie unterzuordnen, das Format der Politik sozusagen auch als Gedankenmodell, wie Wirtschaft funktioniert, auf zurückzuholen. Das ist die Einordnung. Und da international gesehen, was den Kampf gegen die Erderhitzung angemacht. Das ist ein Kampf, der global gesehen geführt wird. Nämlich genau von unseren Genossinnen und Genossen, die organisiert vor Ort sind, die gegen die Privatisierung von Wasser im eigenen Land ankämpfen. Oder von den großen Konzerne, ohne sie namentlich zu nennen, kann man sich hier vorstellen, die sind das Wasser privatisiert, weiß knapp. Und wir sehen, was das für Fluchtbewegungen tatsächlich auslöst, wo man heute nicht mehr landwirtschaftlich dann sozusagen anbauen kann, einfach und jedes. Sozusagen statistisch gesehen jedes Jahr einige Kilometer beispielsweise nach Norden auch ziehen muss, dass das Flucht-Migrationsbewegungen auslöst, wo die, die wir jetzt kennen und über diese die breite Masse der Bevölkerung beklagt, eigentlich dimensional noch relativ klein sind, wenn man sieht, was Klimaflucht heute schon bedeutet, ganz einfach einen Grundanspruch herauszuentwickeln. So wie man auf das Recht auf eine gute Arbeitsentlohnung, wie man auf ein Recht auf Gesundheit, Versorgung, wie man auf ein Recht auf leistbares Wohnen, an diesen Rechtsanspruch auf einen intakten Planeten eine oberste Priorität zu geben. Und ich kämpfe auch in der Sozialdemokratie, ist kein Kampf, der leicht zu führen. Es wird nur Widersprüche geben an der Prioritätensetzung, dass man sich zurückschiebt. Dass man sagt, okay, jetzt ist der Kampf gegen die Teuerung, einfach das Vordere, das andere machen wir dann wieder später, gegen die Erderhitzung zu kämpfen. Es ist miteinander verlinkt, es ist eine zutiefst soziale Verteilungsfrage, ja, die stattfindet. Die Diskussion, die wir führen müssen, ist sozusagen, wer sind die Hauptemittenten, was sind die großen Hebel, wie kann man interventionistisch auch Staatspolitik anders begreifen, beispielsweise diese Dekarbonisierungsmaßnahme, die ich vorschlage, die ist insofern revolutionär in Österreich vom Denken her, weil wir gesagt haben, mit unseren Expertinnen und Experten, wir machen jetzt 20 Milliarden, also das ist wirklich ein großer Wurf in unserem Staatsbudget und sagen Dekarbonisierungsmaßnahmen als Unternehmensbeteiligung und mit den Erlösen, die wir daraus erzielen. Das heißt nicht nur Subventionen und das war's, Geld ist falsch, sondern aus den Unternehmenserlösen tatsächlich eine dauernde Refinanzierung zu schaffen, weil wir einfach viel mehr Geld und viel mehr Initiativen brauchen im Kampf gegen die Erderhitzung als eines dieser Beispiele. Und da kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, wenn ich dafür, Professor, nämlich zu dem Vertrauensverlust. Ich glaube, das ist auch der Grund, wenn man sich so ein Demokratie-Management anschauen, ganz einfach, dass nur mehr dass, 34% sehen darin, dass das System noch funktioniert in Österreich. Und auf der anderen Seite sind 72% auch schon, die sagen, ihre politischen Lebensrealitäten sind einfach nicht mehr im Parlament abgebildet, um es jetzt einmal nur verkürzt wiederzugeben. Das zeigt, was Vertrauensverluste anbelangt, in Lösungsorientierung. Und wenn sie mich fragt, sie braucht meine Position nicht zur Flucht erklären. Ja? Wir haben eine Realität in meiner Stadt gehabt, immer seit 1956 ein Abbild zu sein von großen Fluchtbewegungen, die immer was zu tun gehabt haben mit Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gegeben haben. Die Via Weltspiegel war auch der Spiegel einer Weltgeschichte war. Also 1956 Ungarn, 68 Tschechoslowakei, später 72, 73 Chile, 82 Polen, 89 Uganda, 92 Bosnien. Also man kann es ja festmachen, dass sozusagen auch Menschen mal in meiner Stadt aufgeschlagen haben. Und natürlich waren wir auch interessant für die FPÖ in ihrer Stadt.
Wir haben gleichzeitig das Problem gehabt des Niedergangs der alten Großindustrien und auch der sozusagen des Strukturwandels in der Wirtschaft. Zwei Fragen mit wahnsinnig viel flüchtenden Menschen in unserer Stadt, immer permanent bis heute, und gleichzeitig auch die Restrukturierung der Wirtschaft. Mit einer, diese zwei Themen, mit einer der härtesten Fragestellungen, die in Österreich noch nie so hart angekommen sind, auch heute noch nicht in der Bundespolitik so eine harte Aufgabenstellung sind, und mit einer Politik, die sich orientiert an Humanismus, an den Mechanismen, sozusagen Humanismus als oberstes Prinzip zu stellen und sozialdemokratisch von Wohnungs- bis Kinderpolitik bis Teilhabepolitik alles zu gestalten, so haben wir es auch geschafft, dass wir über 70% machen in einer wichtigen Stadt und die FPÖ einstellig ist bei uns zu Hause. Das heißt, es funktioniert auch in der Praxis, bei aller Komplexität umzulegen, eine kleinere, mittlere Stadt auf die große Bundespolitik in der Gesamtheit. Das heißt, das Werben, was wir jetzt machen, ist einfach nimmer hinzunehmen. Eine Mischung zwischen Ökonomie, politischer Ökonomie, internationalisierter politischer Ökonomie, der Bereitschaft einzugreifen, aber einer philosophischen Frage, was Menschen anbelangt, in der Frage der Bedingungen, unter denen sie leben, und der Frage des Respekts und einer Wertschätzung von einzelnen Menschen, ihren Lebensrealitäten, von der Pensionistin beginnend bis zur Kindersicht, aber eingedeckt auch in eine moralische Betrachtung, was Vermögenskonzentrationen, was gerechtere Steuerpolitik, die wirklich Steuern anbelangt und vieles andere mehr. In dem Sinne vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben, dass ich ein bisschen überziehen durfte. Ersten Ausführungen. Die in der gesamten Ringvorlesung beteiligt sind, werden sich erinnern an die Unterscheidung, die ich in der ersten Einheit gemacht habe, zwischen einer liberalen Demokratie, wo es um Wahlen, Parteien, Konkurrenz geht, einer sozialen Demokratie, wo es um die Gestaltung von Lebensverhältnissen geht. Das ist, glaube ich, kein besseres Beispiel jetzt in den Ausführungen, wie auch Politik viel stärker gestaltet sein muss als nur in diesen Liberalen. Wir haben jetzt uns überlegt, dass die drei anderen Mitglieder des Panels hier jeweils erstmal kurz auf Andreas Gartner reagieren. Gar nicht Ihren vorbereiteten Beitrag, Sie haben ja verschiedene Expertise, Klimapolitik, Geschlechterpolitik, heterodoxe Wirtschaftspolitik, sondern erstmal ganz kurz reagieren. Ich gebe das Mikrofon an Andreas Gartner. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für den Vortrag. Sehr erfreulich, dass hier die politische Linke auch versucht, endlich ein konsistentes Gegenkonzept gegen das zu entwickeln, was sich auf der Rechten erschütternd konsistent über die letzten Jahre ausgebildet hat. Sie haben ja von konservativ gesprochen, dann aber irgendwo auch das Wort reaktionär erwähnt, weil die politische Rechte hat ja, und insbesondere die Kräfte, die bei uns ja auch besonders stark sind, zunehmend ein Konzept, das sich vom Konservativismus und vom Abwechseln von links und rechts unterscheidet, dass sie in die Macht kommen wollen und dass, Uli, was du gesagt hast, die liberale Demokratie mit all ihren Problemen, die sie hat, auch abschaffen will. Ja, und das Gegenkonzept dagegen kann eben meiner Meinung nach, und das haben Sie sehr schön gezeigt, nicht einzig daran bestehen, diese Institutionen zu verteidigen, obwohl man sie verteidigen muss, ja, weil einmal urbanisiert und erdoganisiert, dann ist es eben vorbei, auch mit allen Versuchen Richtung sozialer Demokratie. Aber dann eben, und das würde ich jetzt sehr unterstützen, von dem endlich wegzukommen, so wie wir es jahrelang und insbesondere in den 10er Jahren hatten, dass sich das Linke sehr stark über kulturelle Begriffe definiert hat, also wir sind die Weltoffenen und die anderen sind die Bornierten. Wir sind die menschenfreundlich, migrationsfreundlich, die anderen sind gegen Migration. Aber immer so ein Ansatz, ja, das ganz stark das kulturelle, moralische mitschwingt. Und das, was mir an dem Vortrag sehr gut gefallen hat und woran ich anschließen werde, dann auch in ein paar Minuten, ist dieses immer wieder Betonen der Lebensrealitäten. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieser sehr praktische und an den Erfahrungen ansetzende Zugang der einzig mögliche ist, um gegen diesen Vertrauensverlust etwas zu machen, den Sie am Schluss angesprochen haben. Und um bei meinen drei Minuten zu bleiben, ja, ist das dann auch das, was eben sehr kompatibel mit dem anderen Verständnis von Wirtschaft ist, dass man eben unterschiedliche Wirtschaftsbereiche unterscheidet und solche
die näher am Alltag, die den Alltagsnotwendigkeiten sind und solche, die ein Stück weit weniger bedeutsam, überflüssig und damit, wenn wir über die ökologische Krise reden, auch Bereiche sind, die zurückgefahren werden können, schrumpfen können und weniger bedeutsam werden. Und da, glaube ich, ist dann ein Anknüpfungspunkt zwischen der Art, Politik zu machen und der Art und Weise, wie zukunftsfähiges Wirtschaften ausschauen müsste. Dankeschön. Andreas Nomi. Ja, super, dann knüpfe ich direkt an der ökologischen Frage an. Ich glaube, ich muss noch mal zwei Sätze sagen zu der Organisation, für die ich hier sitze, System Change for Climate Change. Wir sind eine Klimagruppe in Österreich und es gibt es schon seit 2015. Also bevor Klima hip wurde. Und da haben wir uns immer schon durch eine klare Haltung ausgezeichnet gegen grünes Wachstum, gegen den grünen Kapitalismus inhaltlich und strategisch gegen eine Politik, die sagt, okay, wir richten jetzt nur reine Appelle eben an die Politik oder an die Mächtigen, sondern wir müssen Klimaschutz wirklich auch einfach von unten betreiben. Und ich fand es schon mal sehr gut und wichtig, dass Sie auch die Klimakrise als Verteilungskrise betrachten. Das sehen wir auf jeden Fall auch so. Ich muss trotzdem nochmal nachhaken, denn ja, im SPD-Parteiprogramm, ich habe es nochmal nachgelesen, steht auch, Ökologisches und Soziales darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Jetzt muss ich sagen, ich bin trotzdem persönlich etwas vorgeschädigt und ich glaube, Teile der Klimabewegung auch, durch die Erfahrung, die wir eben in den letzten Jahren auch machen mussten. Ich spreche da insbesondere auch von der Zeit von Lobau bleibt, der Lobau-Autobahn und Wien. Das war Ausspiel nach dem Lehrbuch, was da die Sozialdemokratie unter anderem geleistet hat, also indem die Mobilitätswende gegen dann die Anbindung von vermeintlich im sozialen Wohnraum ausgespielt wurde, eben mit dem Bau der Stadtautobahn in der Donaustadt. Und dazu gut, kamen dann auch noch Drohbriefe an Klimaaktivistinnen, darunter minderjährige KünstlerInnen, Wissenschaftler. Es kam auch die Verharmlosung des Brandanschlags auf eine der besetzten Baustellen, bei dem um ein Haar eben 8 junge Menschen gestorben wären. Ich glaube, da werden sich einige im Raum ja auch dran erinnern. Und genau, ich sage das, weil sich deshalb bei Teilen der Klimabewegung schon der Eindruck eingebrannt hat, dass die ökologische Frage immer noch ein Marginalinteresse ist für weite Teile der Sozialdemokratie. Und das werden wir ja mitten in eine existenzielle Krise steuern. Sie haben das ja auch schon formuliert. Ich glaube, die Klimakrise ist mittlerweile so fortgeschritten, dass sich wirklich alle von Landwirtin bis zu den Hacklern auf dem Bau Antworten erhoffen, eben auch von ihrer Partei, die aber derzeit noch nicht gegeben werden. Ich glaube, es ist total wichtig, dass die SPÖ deshalb, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, nicht den Kopf in den Sand steckt oder weiter die Verteilungsfragen durch Wirtschaftswachstum befriedet, sondern letztlich offensiv die sozial-ökologische Transformation angeht. Und das heißt eben, den Menschen ihre berechtigten Ängste zu nehmen. Weil natürlich gehen mit der Transformation, die auf uns zukommt, natürlich weg das Ängste wie jede Veränderung. Und deshalb muss man das offensiv angehen und die Klimabewegung dabei auch als Verbündete betrachten und nicht als Gegnerin. Und das ist ja letztlich genau das, was Sie auch in Dresdkirchen gemacht haben, während der sogenannten Flüchtlingskrise. Während andere mit Rassismus Ängste geschürt haben, haben sie gezeigt, eben, dass genug für alle da ist, wenn man die Ressourcen nur gerecht verteilt. Und genau die Politik erwarten wir uns eben auch jetzt mit Blick auf die Klimakrise. Und da will ich nur noch auch einen Punkt stark machen, und zwar auch mit Blick auf Parteien, die derzeit in der Regierung sitzen, dass keine Klimapolitik klimagerecht sein kann, wenn sie nicht sozialverträglich ist. Und ich glaube, das müssen wir uns, das muss ich auch in die Politik immer wieder in Erinnerung rufen, das dürfen ruhig auch wir als Klimabewegung uns noch stärker auf die Fahne schreiben, aber eben der Appell geht auf jeden Fall auch an Sie. Und die Frage, die ich hätte, ist jetzt trotzdem auch ganz praktisch, wie Sie denn das Zusammenspiel zwischen Partei und Politik auf der einen Seite, Bewegung, gerade jetzt Klimabewegung auf der anderen Seite, denn sehen würden in Bezug auf die Klimakrise, aber auch im Blick auf Schwarz-Blau, also welche Rollenverteilung wünschen Sie sich denn da? Genau, das würde mich sehr interessieren. Ja, ich will es nur ganz kurz machen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das interessante Statement und den spannenden Vortrag. Ich komme auch gleich nochmal bei meinem längeren Statement dazu, weil ich will es auf jeden Fall unterstreichen, was Sie auch gesagt haben.
dass es darum gehen muss, dass wir einen radikalen Paradigmenwechsel in der Politik vollziehen. Sie haben es auch neue Sprache genannt, das würde ich auf jeden Fall total unterstreichen, sage ich vielleicht später nochmal was dazu. Ich will das auch nochmal unterstreichen, die Notwendigkeit, dass Politik an den Bedürfnissen ansetzt. Ich will auch nochmal unterstreichen, die Bedeutung der Internationalisierung. Da will ich auch nochmal ergänzen, dass wir natürlich, wenn wir über Internationalisierung sprechen, faktisch auch über 500 Jahre Kolonialismus und Postkolonialismus sprechen und entsprechende Verantwortlichkeiten und auch entsprechende Privilegien, die wir von der Kleidung bis zu allem Möglichen, das uns umgibt, auch materiell spüren, ganz konkret. Genau, ich habe vielleicht eine Frage an Sie, die ich aber vielleicht gar nicht nur so konkret an Sie, sondern eigentlich an alle im Raum, weil ich teile das total, zu sagen, eigentlich geht es darum, eben den Paradigmenwechsel voranzutreiben und auch ganz andere Perspektiven denkbar zu machen, Utopien könnte man sagen, ja. Zugleich geht es aber irgendwie natürlich auch gerade immer wieder darum, ganz konkrete Vorschläge zu entwickeln. Ich meine, man hat sofort gesehen, was Sie vorschlagen, es kommt sofort die Frage, wie wollen Sie es finanzieren? Ja? Genau, das beneide ich auch nicht drum. Aber genau, ich finde, das ist aber jetzt auch eine Frage, wenn wir sagen, Politik muss an der Lebensrealität ansetzen. Und zugleich wissen wir aber auch, das haben Sie auch zum Schluss gesagt, dass die Realität, von, also die Lebensrealität von ganz vielen auch ist, dass die völlig abgefahren sind mit den Verhältnissen. Also wie kommen wir da eigentlich hin? Das ist jetzt nicht nur die Frage an Sie, sondern interessiert mich eigentlich irgendwie ganz generell für uns im Raum. Und einen Mini-Punkt noch, weil ich zu viel Applaus gab, weil ich im Gender-Zentrum bin, will ich noch kurz was sagen. Oder will ich, dass ich zu den Geschlechterfragen auch was gesagt habe. Ich finde, es ist ja nicht nur die Notwendigkeit, dass sich die Rollenbilder der Frauen verändern, sondern auch die Rollenbilder der Männer. Also genau, da gibt es auch wahrscheinlich in allen Parteien viel zu tun. Aber ich will es auch noch unterstreichen, weil dieser Rechtspopulismus und Rechtsruck natürlich ganz, ganz viel auch wieder stark von einer dominanten Form von Männlichkeit ist. Ja. Und insofern muss jede Politik, die sich gegen rechts richtet, auch gegen bestimmte Formen von Männlichkeit richten, die im Extremen ja, unschön oder dann auch gewaltvoll sind. Ja. Also das ist eine Ergänzung. Input, Fabian Pappelsdorf, es ist natürlich ein Thema, ich habe es ganz oft angesprochen, wir haben auch in der Prioritätensetzung Auseinandersetzung über die Priorisierung, oder, über die Art und Weise, wie wir denken. Wir haben es gesehen natürlich, dass wir in vielen dieser Felder Interessenskonflikte führen sind. Größer ist noch viel mehr in der Dimension ist der Landwirtschaft, ist Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, ist Bodeneinsiegelung, ist Bodenverbrauch. In einer ganz großen Dimension auch das Förderwesen, was wir sozusagen Mischwaldzusammensetzung auch nachgeforstet wird, wie naturnahe Habitate auch für wildökologische Maßnahmen für Tiere auch gefördert werden in Österreich oder in Österreich. Mag vielleicht meine kommunalpolitische Erfahrung sein, dass ich diese Dinge auch kenne, weil ich weiß, dass dort sozusagen Milliarden auch in Österreich de facto sozusagen nicht zur Verfügung gestellt werden, die eine Renaturierung tatsächlich von heimischen Gehölzen, Gewässern, Renaturierung von Flusslandschaften. Also ich habe einmal so dieser Beispiele in Dreiskirchen mitgemacht, deswegen weiß ich, wie teuer es ist und wie viel Geld es braucht, um nur 500 Laufmeter Altrahmen wieder zu renaturieren, die irgendwann in die 60er Jahre eingekastelt worden sind, weil man glaubt, es gibt ganz wichtigere Werte. Und ich kann da auch werben über diese Bewusstseinsbildung. Sozusagen dieses Wort, das ist immer strapaziert war heute, aber die Lebensrealität, auch die Bewusstseinsbildung der Menschen anzubilden. Ist doch nicht leicht, da in einer Stadt, die 70 Millionen Budget hat, und ich mache das jedes Jahr, dass ich mal ein Thema rausnehme, also Budgetpolitik zu erklären, manchmal über Teilhabe und über Förderwesen im Sport, damit es wichtig ist, dass es sozusagen einen breiten Sport gibt und nicht nur die Bundesliga-Teams bei Basketball oder sonst, warum die das eigentlich machen, ein bisschen Erklärung zu geben. Und einer dieser Schwerpunkte war beispielsweise ökologisch. Da fahre ich so um die 100-Jahres-Abschluss- und Weihnachtsfeier durch, das ist genau die Zeit jetzt, die ich persönlich mache, habe mir jetzt auch nicht rausnehmen lassen, dass ich das weitermache, aber auch philosophisch, aber das Bewusstsein zu geben. Wenn ich zum Beispiel ein Industriegrundstück kaufe, dann kann ich das nur und renaturiere es dann, im Zusammenarbeit mit der POKO. Schauen wir die Zusammensetzung auf der Gewächse dort an, was das mit diesen Neophyten und alles andere nicht das Gescheite ist, nur weil es grün ausschaut, sondern dass wir aufforsten müssen, renaturieren müssen und gleichzeitig entwerte die Monetärsteuer geht.
nämlich das Geld, das nicht mir gehört, sondern denjenigen, die paar tausend Menschen, die ich dort ein paar Wochen wirklich persönlich treffe, um ihnen zu erklären, dass es viel wichtigere Werte gibt, das sozusagen monetär. Nämlich den Wert, dass wir 30, 40, 50 Jahren noch echt renaturierte, beispielsweise Habitate haben für Wildtiere. Beispielsweise, dass wir Rebhühner oder bei heute auch mein Eisvögel sozusagen nicht mehr dann in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es dann noch YouTube gibt oder sonstiges, aber in 40, 50 Jahren nehmen wir dann nicht nur aus Büchern und aus der Lektüre, sondern tatsächlich noch auch in der Natur leben kann. Dass die Werte viel höher sind als das, dass ich heute das Betriebsgrundstück sozusagen um den Faktor 100 Wert mindere und sozusagen das Geld damit auch entwerte, weil ich es ja teurer gekauft habe und dann de facto am Papier niedrigere Werte habe. Und so funktioniert das auch im Großen sozusagen in der Frage der Erderhitzung auch tatsächlich Bewusstsein zu schaffen. Ganz wesentlich. Jeder will beispielsweise gesunder werden, jeder will biologischer, jeder will 30er Zonen vor seiner Haustür haben, dort wo er wohnt, sozusagen weniger Emissionen, weniger Lärm, aber um die Ecke, wenn man fährt, machen wir eine Freifahrt für Freibürger. Und dieses Bewusstsein de facto, auch diesen Problem auf die so selbst einmal als Politik zu denken und sozusagen zu werben darum, mit jeder Geschichte, ich mache halt umsonst, dass ich das aufreiße. Da, ja, könnte man ja taktisch durchwinden, weil ich weiß, es gibt Konflikte sozusagen in der Prioritätensetzung, dafür muss ich werben. Ich weiß ja, dass diese 16.000, die ich vorher angesprochen habe, auch diese Positionierung stärken. Deswegen werben wir für neue Mitglieder, die sozusagen auch die Verschiebung der Prioritäten auch in der Sozialdemokratie gebracht haben. Wir haben gesehen, was wir mit unserer Kampagne in der deutschen SPD ausgelöst haben, die zum ersten Mal Diskussionen führen von uns ausgehend über Erderhitzungsauseinandersetzung als soziale Verteilungsfrage zu sehen. Endlich sozialdemokratische Perspektiven zu gehen in der Frage des Fingerzeigs und sozusagen der Verbotskultur. Das ist die Frage und das ist die Qualität, die wir in der Frage des ökologischen Transformationswesens tatsächlich als Stärke haben. Und das kann ich natürlich nicht lesen, wenn ich mir so hingekritzelt habe, aber es war sicher was Gescheites. Ja, es war gescheit, es war insofern ein ganz bedeutender Punkt, nämlich die Sozialdemokratie war sicherlich geprägt in den 70er Jahren auch eine Partei, die auf Wachstum setzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir wachstumkritisch sind, also das Wachstum ist natürlich ein Thema, aber ich glaube, was wir geschafft haben, und das findet sich auch in unseren Beschlusslagen nach 5 Monaten wieder, dass wir zu einer wachstumsskeptischen Bewegung innerhalb einer wenigen bewusstseinsbildenden Monate auch geworden sind, dass wir auch skeptisch schauen, welche Branchen wachsen unter was für Bedingungen, was sind die sozusagen die Ausbeutungsfragen von Ressourcen, von Bodenschätzen und was heißt das auch für die Emissionen, wer sind die Superemittenten sozusagen, aus was für einer Lage und was für Konzentrationsprozessen daraus, wo angesiedelt wird, was für ein Reglementarium. Also ich glaube, wir sind durchaus in den letzten Monaten, ich hoffe, die Partei, die heute wir begleiten, mögen das unterstützen auch, aber tatsächlich haben wir es geschafft in der Sozialdemokratie, diese Wachstumsskepsis auch tatsächlich zu einer politischen Diskussionsgrundlage, sage ich einmal, halb diplomatisch auch de facto zu bringen. Das ist ein großer Sprung in der Sozialdemokratie. Da war immer Wachstum, war immer sozusagen das, was sozusagen auch Wohlstand garantiert. Wir sind wachstumsskeptisch und haben einen sehr differenzierten Zugang zu Wachstum und das sehr branchendifferenziert, de facto auch in der ökonomischen Analyse als neue Qualität, würde ich jetzt einmal so sehen. In der Frage Urbanisierung brauche ich nicht überzeugen, das ist mein Standpunkt, das ich aber extra rauslasse. Ich glaube, da brauchen wir uns gegenseitig nicht überzeugen, was Urbanisierung heißt in den Überschriften. Zuerst staatliche Institutionen angreifen und beschränken, dann Medien angreifen und beschränken und am Schluss wird sie nicht aufhören. Dann kommen die persönlichen Freiheitsrechte dran, die beschränkt wird sozusagen im Sinne von Orbans System, um es einmal mit seinem Wort auch noch negativ zu besetzen. Und im Paradigmenwechsel, ja, früher hat man gesagt, immer diesen Satz, wer Visionen hat, der muss zum Arzt. Das ist momentan mit der Gesundheitsversorgung in Österreich auch keine gute Ansage mehr, also fast immer möglich. Aber natürlich schon noch Visionen zu entwickeln. Auf der ersten Parteitagsrede habe ich da wahrscheinlich einen Nerv getroffen, um einmal zu sagen, dass die Vision eines Traums ist. Natürlich brauchen wir Visionen. Und wir waren auch immer Träumer und Spinner, wie wir im Roten Wien den Gemeindewohnbau entwickelt haben. Wir waren Träumer und Spinner, wie wir in den 70er Jahren auch für Arbeiterkinder die Universitäten geöffnet haben. Wie wir zum ersten Mal zumindest formal die Gleichstellung der Frau sozusagen auch tatsächlich gesetzlich verankert haben. Das ist die Gleichstellung, die Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau, das wissen wir vom WEF nach 132 Jahre dauert und das mit der Geschwindigkeit fortsetzt, ist eine andere Frage. Deswegen kämpfen wir ja beispielsweise um diesen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit mit Lohntransparenz verpflichtet und de facto einer Garantie, dass wir das endlich mal auf die Seite kriegen und endlich einmal der Geschichte angehören lassen. Und das glaube ich schon. Und auch diese Rollenbilder. Da
kommt es auch viel auf Sprache, auf Kommunikation. Man kann nur die Foren nutzen, wo ich auftreten kann und wo ich die Möglichkeit habe, auch in einer gewissen Ausführlichkeit das zu betonen. Das ist eine Frage des Selbstverständnisses. Also bei mir war die Grundbedingung, sage ich ganz offen, in der Diskussion, ob ich bei der Vorwahl, ich habe gewusst, wie der Wahnsinn ausgeht, ja, aber in der Vorwahlentscheidung de facto, die Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung mit meiner Partnerin gewesen. Logischerweise, wenn wir das nicht wollen, dass ich da gescheiter herrede über das Rollenbild der Männer und dann jeden dritten Tag sozusagen irgendwann einmal daheim vorbeischaue, über Verantwortung sozusagen. Auch der Care-Arbeit, über Verantwortung auch in der Kindererziehung. Alle, die in meinem Büro arbeiten, wissen das nicht immer zu ihrer Zufriedenheit, aber ich sperre dann einfach auch ganz systematisch Zeiten, wo ich mich sozusagen auch stunden- und tagemäßig darum kümmern kann. Und das, glaube ich, ist auch der neue Geist, sozusagen auch Glaubwürdigkeit zu erhalten. Dass ich nicht nur immer sozusagen erzähle, was das Rollenbild anbelangt, sondern versuche, so gut es geht, auch tatsächlich auch zu leben. Und das ist, glaube ich, eine neue Qualität, die ja in meinem persönlichen eigenen Interesse ist, dass ich nicht nur meine Tochter dann in 3 Jahren wieder mal zum Geburtstag gratuliere, sondern also das Selbstverständnis zu tun, dass nicht die Männer die sind, die sozusagen die Politik machen, so wie andere Karrieren und alles andere wird dann erledigt. Das heißt, ist ein Umbruch, muss aber auch dadurch mit Echtheit auch zum Ausdruck kommen. Ist mir ganz, ganz wichtig zu dem Punkt und punkto Femizide und fehlende Gewaltschutzpräventionen, alles Dinge, die bei uns am Tisch liegen, dass wir wissen, dass bei Istanbul alles weg ist von den Konferenzzielen und vielen anderen. Das wissen wir, Gendermedizin, auf Riesenfrechheit, die in der Gesellschaft noch überhaupt noch nicht angekommen sind, die Forderungen sozusagen, wo Richtung Herz nur bei Männerforschung beispielsweise betrieben wird, bei Medikamenten und Frauen überhaupt nicht vorkommen sozusagen und dann natürlich auch nicht optimal auch medizinisch über Präparate und über Medikamente versorgt werden. Also es sind so viele Felder, die wir aufmachen müssen, aber wie gesagt, ich verstehe die Handbewegung ganz gut. Aber vielen Dank, dass ich zumindest kurz versucht habe zu beantworten. Danke. Ja, Dankeschön. Lisa Kovac, die vor 3 Wochen an diesem Ort hier und Frau Orban, liberale Demokratie, den Vortrag in der Rundfunk. So, der nächste Schritt ist nun, dass ich die 3 anderen Gäste bitte, in jeweils 5 bis 8 Minuten, lieber eher 5, aber wir haben es ausgemacht. Nochmal, das Thema ist ja Herausforderung für progressiv-demokratische Politik. Nochmal etwas systematischer auf den Aufschlag von Andreas Babler eingehen und dann wird Andreas Babler nochmal die Möglichkeit haben zu reagieren und dann können wir das. Ja, genau. Also 8 Minuten wird es vielleicht sein. Und genau, ich werde es jetzt so aus der Perspektive der politischen Theorie machen. Ich kann vielleicht so schnell wie Andreas Babler sprechen, aber ich brauche trotzdem die Notizen. Genau, deshalb werde ich das ganz klassisch ein bisschen anhand des Textes machen. Also mein Statement heute Abend zielt nämlich darauf ab, dass eine Diskussion über den gegenwärtigen Zustand der Demokratie erstmal grundlegend das Verständnis von Demokratie ausweiten muss. Demokratie, Uli, du hast es ja gerade gesagt, Demokratie geht nicht in der liberalen Demokratie auf. Demokratie beschränkt sich keineswegs auf Wahlen. Vielmehr ist Demokratie dreierlei. Erstens eine radikale Infragestellung dessen, was ist, mit dem Ziel, das was ist, gerechter, gleicher, freier für alle werden zu lassen. Zweitens ist Demokratie, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gehört, eine Haltung, die in den alltäglichen Lebensweisen der Menschen verankert sein muss. Und drittens ist Demokratie immer auch soziale Demokratie. Ich will jetzt diese 3 Punkte in meinem kurzen Statement vertiefen, auch vor dem Hintergrund, dass im Kontext, das haben wir jetzt auch schon aufgehört, des globalen Aufstiegs des Autoritarismus und des Rechtsextremismus eine linke, emanzipatorische Position nur eine radikale Position sein kann. Denn es geht nicht um eine Demokratie, die strukturelle Ungleichheits-, Ausbeutungs- und Gewaltverhältnisse abfedert, sondern die diese transformiert. Also erstens Demokratie als radikale Infragestellung des Ist-Zustands. Demokratie ist eine Gesellschaftsformation, die prinzipiell offen, prinzipiell kontingent ist. Wird diese prinzipielle Offenheit verhindert, gehen Demokratien in autoritäre Regime über. Was bedeutet das nun für progressiv-demokratische Politik? Progressiv-demokratische Politik darf sich nicht an vermeintliche Sachzwängen der krisenhaften Gegenwart orientieren, sondern muss Diskurse grundlegend öffnen. Sie muss die bestehende Hegemonie, die bestehenden Machtverhältnisse, die bestehenden Denkweisen radikal in Frage stellen und diese nicht nur verschieben. Die vergangenen Jahrzehnte der Neoliberalisierung haben die Vorstellung verfestigt, dass die politische und gesellschaftliche Ordnung, die wir vorfinden,
die einzig mögliche sei. Und genau diese vermeintliche Wahrheit muss eine progressiv-demokratische Politik zurückweisen. Denn, wie Stuart Hall schon schrieb, bedeutet Herrschaft immer auch, dass Alternativen undenkbar gemacht werden. Emanzipatorische Politik muss folglich radikale Kritik am vermeintlich Alternativlosen üben. An der Wachstumslogik, an der kapitalistischen Produktionsweise mit ihrer inhärent destruktiven Logik, ebenso wie an dem vermeintlich natürlichen, binären, heteronormativen, patriarchalen Geschlechterregime oder an der vermeintlichen Gesetztheit weißer, eurozentrischer Vorherrschaft oder der Notwendigkeit von gewaltvollen Grenzregimen. Zweitens muss eine progressiv-demokratische Politik als Demokratie als Lebensform stärken. Demokratie ist nicht nur im Staat im höheren Sinn, also in den Parteien und im Parlament verortet, sondern muss auch im alltäglichen Leben der Menschen erfahrbar sein. Auch hier braucht es eine radikale Kehrtwende. Da, wo in den letzten Jahren im Namen von Wettbewerb, Effizienz und Meritokratie Demokratie abgebaut wurde, gilt es, Orte der Erfahrung von Demokratie zu schaffen. Das haben Sie eigentlich vorher auch schon ein bisschen angedeutet. In der Lohnarbeit, den Schulen, den Universitäten, ich vermute auch mal in den Parteien. Hier liegt freilich eine große Herausforderung für eine progressiv-demokratische Politik. Denn die neoliberale Autoritarisierung auch der Lebensweisen der Menschen in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass der Wunsch nach Demokratie oftmals schlicht fehlt, beziehungsweise dass Menschen sich wenig in demokratischen Prozessen überhaupt engagieren. Demgegenüber gilt es, in den alltäglichen Kontexten des Arbeitens und Lebens Strukturen und Praxen der Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern. Darüber hinaus will ich noch einen Aspekt betonen und dafür Anleihen kurz bei einer Überlegung von Hannah Arendt nehmen, obwohl Hannah Arendt bestimmt nicht gern Teil unserer Runde heute gewesen wäre. Anyway, wir nehmen ganz kurz einen Gedanken, weil Arendt entwickelt den interessanten Gedanken, dass Politik immer auch, wie sie schreibt, Wagnis und Abenteuer ist. Demokratie als Lebensweise meint immer auch eine Bereitschaft, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen, denn Politik entsteht immer erst zusammen mit anderen Menschen. Eine derartige Vorstellung läuft genau dem entgegen, wie Politik in autoritären Zeiten gemacht wird, als souveräne Setzung eines autoritären Führers, bei dem Politik top-down festgelegt wird. Demokratie als Lebensform zu stärken bedeutet also auch, Politik als ein sich anderen Aussetzen zu stärken, denn Demokratie entsteht überhaupt erst im kollektiven Aushandeln. Noch auf einen weiteren Aspekt von Demokratie als Haltung und Lebensweise möchte ich eingehen. Im Kapitalismus lernen die Menschen sich wie Monaden aufeinander zu beziehen, wie schon Marx kritisiert hat und was ich aus feministischer und postkolonialer antirassistischer Perspektive nochmals erweitern ließe. Die Trennung des Ichs von der alltäglichen Ausbeutung, Ungleichheit und Gewalt ist notwendiger Bestandteil der Lebensweisen in unserer herrschaftlichen Gegenwart. In der zunehmenden Autoritarisierung, der Zunahme Nationalismen, Rassismen und Anti-Gender-Diskursen nehmen die eingelernte bürgerliche Kälte und damit die Abgestumpftheit, die Ohnmacht, die Gleichgültigkeit zu. Aber die multiple Krise, also ausbuchstabiert, die Zunahme an Verelendung und Armut, an Zerstörung von Natur, an getöteten Menschen an den EU-Außengrenzen, an Gewalt an Frauen, Queeren und Transmenschen, all diese Krisen müssen eigentlich affektive Reaktionen, müssen Emotionen hervorrufen, die zu einer radikalen Veränderung der globalen gesellschaftlichen Ordnung führen. Hier kann und sollte eine progressiv-demokratische Politik eine kollektive, affektive Umgangsweise entwickeln, um sich von den multiplen Krisen in einer Weise affizieren zu lassen, die den Begriff menschlich verdient. In einer Weise, die Zerstörung, Ungerechtigkeit und Gewalt nicht ausblendet, auch nicht auf andere projiziert, sondern dafür eintritt, dass das Unschöne in der Welt weniger wird. Das mag naiv klingen, ist aber aus meiner Perspektive grundlegend für eine progressive Politik der Demokratie, nämlich fähig zu werden, der Welt, der Umwelt eine menschliche, eine nachhaltige Antwort zu geben. Drittens muss eine progressive Politik Demokratie, Uli hat es schon vorweggenommen, Demokratie als soziale Demokratie stark machen oder, wie ich aus feministischer Perspektive argumentieren will, als Demokratie der Sorge. Dass die kapitalistische politische Ökonomie auf einer systematischen Verleugnung von Sorgentätigkeiten beruht und versucht, dies durch heteronormative Geschlechterverhältnisse und eine postkoloniale globale Arbeitsteilung zu lösen, skandalisieren Feministinnen, schwarze Feministinnen und postkoloniale Feministinnen schon seit Jahrzehnten.
Besonders deutlich wurde diese Sorgekrise in der Covid-19-Pandemie, in der Frauen, oftmals migrantisierte Frauen, Sorgetätigkeiten noch zusätzlich übernahmen. Dass in die bestehende Demokratie strukturelle Sorglosigkeit eingeschrieben ist, bedeutet schlicht, dass wir das, was Leben ausmacht, leugnen. Und genau hier muss ein progressives politisches Projekt ansetzen. Demokratie muss von der Sorge ausgehend gedacht werden. Das setzt freilich eine ganz andere Ökonomie des Arbeitens und des Lebens voraus, die eben, hat man auch gerade, nicht von der Wachstumslogik ausgeht. Das bedeutet eben unter anderem eine radikale Verkürzung der Lohnarbeit, aber noch viel mehr. Frigga Haug, ich will das nur ganz kurz erinnern, Frigga Haug hat hierfür vor vielen Jahren die vier in einer Perspektive vorgeschlagen. 4 Stunden Lohnarbeit, 4 Stunden Sorgearbeit, 4 Stunden kulturelle Arbeit, 4 Stunden Politik für alle. So, damit komme ich zum Schluss. Vor vielen Jahren wurde in der marxistischen Staatstheorie der Begriff des radikalen Reformismus eingeführt, um zu verdeutlichen, dass progressiv-demokratische Politik sich zwar einerseits auf den Staat beziehen muss, klar, weil der Staat im Rahmen vorgeht. Angesichts der stetigen Ausführung des Rechtsstaats, Stichwort Organisierung eben, und der drohenden Gefahr einer erneuten Regierungsbeteiligung einer rechten, einer rechtsextremen Partei in Österreich, ist diese Staatspolitik natürlich nach wie vor und aktuell wichtiger denn je. Aber derartige Politiken im Staat, und das haben Sie eigentlich auch jetzt vorher schon gesagt, derartige Politiken im Staat müssen andererseits aber von einem breiten gesellschaftlichen Demokratisierungsprozess flankiert sein, der Formen der politisch-sozialen Selbstorganisation ebenso aktiviert wie kollektive Veränderungen der Lebensweisen. Diese unterschiedlichen politischen Praxen im und jenseits des Staates müssen sich für eine umfassende Demokratisierung verbinden, für eine radikale Fragestellung dessen, was ist, und für neue demokratische Alternativen für ein gutes Leben für alle. Ich habe 3 Punkte, die Zeit reicht dafür, und nehme auch die derzeitigen politischen Kräfteverhältnisse auf jeden Fall als Ausgangspunkt für die Krise der Demokratie, insofern schließt das sehr gut an. Ich glaube, die Krise der Demokratie hängt fundamental zusammen mit den Ungleichheiten, die wir in Österreich haben. Warum? Es gibt da klare Erkenntnisse, dass Einkommensungleichheiten demokratieschädigend wirken, weil sich Menschen von der politischen Teilhabe ausgeschlossen fühlen und dadurch das Vertrauen ins politische System sinkt. Das heißt, wir müssen an die Ungleichheiten ran. Und wo stehen wir dann in Österreich gerade? Vielleicht kurz zur Einordnung. Die Vermögensstudie der Arbeiterkammer zeigt uns, dass dem reichsten Prozent der Österreicher in 40% des Vermögens gehört und die ärmere Hälfte sich 3% des Vermögens teilen. Und das spiegelt sich auch in den Emissionen wider. Letzte Woche ist da die Studie ein Bericht von Oxfam erschienen, hat ziemlich Schlagzeilen gemacht, weil rausgekommen ist, dass das reichste Prozent so viele Emissionen verursacht, wie die untersten 66% weltweit. Das heißt, so viel wie die untersten 2/3. Und um das einzuordnen, was das bedeutet zusätzliche 1,3 Millionen hitzebedingte Todesfälle, die auf das Konto dieser 1% in den nächsten Jahrzehnten fallen werden. Und ich glaube, vor dem Hintergrund eben dieser Vermögensverhältnisse, sind Vermögenssteuer schön und gut, aber können am Ende nur Kosmetik sein, sondern wir müssen eben die Eigentumsfrage stellen. Und das ist eben mein erster Punkt. Ich glaube, es ist total zentral, über die Vergesellschaftung, eben weiter Teil der Produktion zu sprechen. Das heißt, dass wir uns als Gesellschaft das aneignen, was auch rechtmäßig uns gehört. Sie haben ja vorhin einen Grundwiderspruch erwähnt zwischen Kapital und Arbeit. Und das ist eben eine Notwendigkeit nicht nur aus demokratiepolitischer und moralischer Perspektive, sondern auch aus klimapolitischer. Weil dem Markt ist völlig egal, ob er entweder Schulbusse produziert oder SUVs. Dem ist auch egal, ob er das verbleibende CO2-Budget, das immer geringer wird, dafür verwendet, Beatmungsgeräte zu produzieren oder aber Autobahnen. Das oberste Investitionskriterium im Kapitalismus ist die Profitrate und nicht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und nur so lässt sich erklären, warum auch im letzten Jahr die OMV zum Beispiel, also ein staatlicher Konzern, der de facto aber privatwirtschaftlich agiert, mit und während der Energiekrise 5 Milliarden Euro Rekordgewinne verzeichnet hat, während sich eben weite Teile der Bevölkerung in Österreich das Leben nicht mehr leisten konnten.
Und so erklärt sich auch, warum die Krankenhausversorgung, wir hatten es davon in Österreich mittlerweile, Österreich, einem der reichsten Länder der Welt pro Kopf gemessen, so schlecht ist, dass stellenweise nicht mehr genug Kinder in diesen Betten betreut werden können. Und um diesem kapitalistischen Wahnsinn zu begegnen, ich glaube, genauso muss man es nennen, reicht eben nicht da 1% Steuer mehr oder hier noch ein paar Förmchen, sondern es braucht wirklich wirtschaftspolitische Planung. Und dafür ist eben die Vergesellschaftung eben der Produktion absolut fundamental. Und uns zeigen Beispiele von Fabrikbesetzung, dass sobald wir eben die Beschäftigten fragen, was sie eigentlich produzieren wollen, sie sich natürlich für soziale und klimaverträgliche Produktion entscheiden. Bestes Beispiel ist GKN, eine ehemalige Automobilfabrik in der Nähe von Florenz in Italien. Die Genossinnen waren vor 2 Wochen auch zu Besuch in Wien und haben erzählt, die haben mittlerweile seit de facto 3 Jahren die Fabrik besetzt und haben mittlerweile einen Plan aufgestellt, um Lastenräder zu produzieren statt Autos. Und das Ziel muss deshalb also auf jeden Fall die Vergesellschaftung der Produktion sein. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Und da schließe ich an dem, was Sie gesagt haben, die Demokratie muss erfahrbar sein. Und ich glaube, dass wir da insbesondere von mehr betrieblicher Mitbestimmung sprechen müssen, dass das auch für uns klimapolitisch total relevant ist. Mittlerweile wird einem ja gern eingeredet, die Demokratie heißt, sich alle 4-5 Jahre in die Wahl runterzuschleppen und ein Kreuz zu setzen und das war's. Da war die Arbeiterbewegung vor 100 Jahren eben schon viel weiter. Damals wurden auch in Österreich eben in der sozialistischen Arbeiterbewegung Arbeiterräte gegründet in Fabriken, die letztlich die politische Macht gehalten haben. Und diese Mitbestimmungsstrukturen wurden in den letzten Jahrzehnten trotzdem systematisch eingehegt, auch unter sozialdemokratischer Vorherrschaft, muss man sagen. Konzentriert letztlich in der Position des Betriebsrats. Dadurch hat sich im Prinzip der gesamten Gewerkschaftsbewegung hat sich eine starke Stellvertreterkultur entwickelt, die eben die Beschäftigten entmündigt. Und das ist eben auch für uns klimapolitisch einfach ein großes Problem. Das fällt uns heute auf den Kopf, wenn sich eben die Arbeitgeber zunehmend weigern, vernünftige Angebote zu machen, eben die Sozialpartnerschaft in weiten Teilen nicht mehr funktioniert. Wenn sich die Regierung, wie unter Schwarz-Blau 1 und 2 geschehen, eben dazu entscheidet, die Rechte der Gewerkschaften massiv einzuschränken und aber eigentlich niemand mehr wirklich weiß, wie man sich wehren kann. Und deshalb ist Demokratie so wichtig, weil man muss sie lernen, aber man kann sie eben auch sehr gut verlernen. Und ich glaube, auch da ist es auch die Aufgabe der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie, die sie dominieren, auf jeden Fall eben genau das zu tun. Wie das aussehen kann, ich gebe nur ein kurzes Beispiel, das hat man gesehen bei den Freizeitpädagoginnen von Bildung im Mittelpunkt. Vielleicht haben es einige mitbekommen, die befinden sich seit Mai im Arbeitskampf, mussten reagieren auf eine Gesetzesnovelle vom Bildungsministerium, die massiv ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern sollte. Das haben wir vorhin kurz angesprochen, Personalmangel auch in der Pädagogik. Und sie haben dadurch reagiert, dass sie ein Streikkomitee gebildet haben und dann in allen 150 Wiener Volksschulen, wo sie vertreten sind, Teamdelegierte gewählt haben, die zuständig dafür sind, ihre Teams dort zu organisieren. Und ich glaube, genau das ist diese erlebbare Demokratie, das ist einmalig bisher in Österreich. Ich glaube, da müssen wir wirklich von lernen. Und eben weil es auf dem Weg hin zu einer Vergesellschaftung, die auch klimapolitisch relevant ist, so wichtig ist, stehen da auch wir an deren Seite. Ich muss noch einen Punkt machen. Warum rede ich so viel über Betriebsräte und Gewerkschaften? Weil ich eben glaube, und jetzt komme ich zur Rolle der Klimabewegung, dass Klimabewegung und Gewerkschaften viel, viel stärker zusammenarbeiten müssen. Eben wirklich als die Organisation, die auf die soziale und ökologische Krise reagieren können. Es ist eben kein Zufall, dass auf der einen Seite die Natur ausgebeutet wird und auf der anderen Seite die Menschen. Das hat eben ein System im Kapitalismus. Und gleichzeitig merken wir, wir dürfen die Menschen nicht verlieren, indem wir versuchen, Klimapolitik zu machen, sondern wir brauchen die. Und ich gebe jetzt wieder ein Beispiel. In Österreich ist der Klimakiller ja der Verkehr, das sind vor allem die Autos. Und die Mobilitätswende wird dadurch zur zentralen Herausforderung. Gleichzeitig scheitert sie in Österreich unter anderem an den schlechten Arbeitsbedingungen im ÖPNV, insbesondere bei den Bussen. Und mittlerweile fallen einfach viele Buslinien aus, Menschen in ländlichen Regionen, davon gibt es genug in Österreich, sind aufs Auto angewiesen, einfach weil der ÖPNV nicht funktioniert und die Arbeitsbedingungen so unattraktiv sind, dass niemand mehr dort arbeiten will. Wir arbeiten deshalb als Klimabewegung zusammen, also als System Change, zusammen mit Fridays for Future, seit Monaten schon zusammen mit der Gewerkschaft WIDA, die die BusfahrerInnen vertritt. Und wir haben da mit den BusfahrerInnen gesprochen, die haben uns erzählt, wie ihre Arbeitsbedingungen eigentlich aussehen, das ist haarsträubend.
Die Dienstpläne sind so dicht, dass sie quasi keine Pausen machen können. 15-Stunden-Schichten sind keine Seltenheit. Die fallen am Abend ins Bett, müssen am nächsten Morgen wieder raus. Und ich glaube, die Spitze des Eisbergs ist die Toilettensituation. Vielleicht haben es ein paar gehört, letzte Woche wurde im ORF Niederösterreich groß darüber berichtet. Also die Arbeitgeber weigern sich, Toiletten an die Sammelpunkte hinzustellen. Das bedeutet, Urinflasche, Windeln, Aufsätze für Frauen, alles keine Seltenheit in dieser Branche. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid eine junge Frau oder auch ein junger Mann, ihr wollt Busfahrerin werden und dann wird euch das beim Einstellungsgespräch gesagt. Kein Wunder, dass es an der Mobilitätswende scheitert. Und bei der Gelegenheit, jetzt muss ich einmal kurz kramen, soll ich Grüße ausrichten vom Fachbereichsleiter Straße der DIA, dem Markus Petritsch, mit dem arbeiten wir nämlich eng zusammen. Der freut sich sehr, wenn Sie sich der Sache annehmen. Deshalb gebe ich Ihnen seine Titelkarte. Weil zuständig ist eben der Verkehrsverbund Ostregion und der ist mehrheitlich in der Hand der SPÖ. Genau, das heißt, erstens, wir müssen die Eigentumsfrage stellen, zweitens, wir brauchen dafür die Gewerkschaften und drittens, Gewerkschaften und Klimabewegung sollten eben Schulter an Schulter zusammen kämpfen und da kann ich vielleicht noch was. Ich möchte mich angesichts der fortgeschrittenen Zeit auf einen Punkt konzentrieren, nämlich auf das Thema leistbar leben, weil Sie das ja auch mehrfach angesprochen haben und dass Sie ja, was mich freut, gerne einen historischen Zugang haben, wenig den auch, ja, weil ja das Rote Wien einen ganz spezifischen Zugang zu dem Thema leistbaren Lebens gehabt hat vor 100 Jahren. Nämlich die Schaffung von sozialen Infrastrukturen. Das heißt, ein Ansatz, der die Lebenshaltungsprobleme der Menschen angegangen ist, indem Leben leistbarer wird, indem man weniger Geld braucht, weil grundlegende Bedürfnisse auf andere Art und Weise befriedigt werden. Also Kinderbetreuungseinrichtungen, der soziale Wohnbau, die Gemeindebauten in Wien, Reform des Schulwesens, Freizeitangebote, all das waren die großartigen Leistungen des Roten Wiens. Es war eine soziale Infrastruktur, aber de facto war es natürlich eine sozial-ökologische Infrastruktur und hat ganz viele Elemente von dem, was wir heute angesichts in der Klimakrise auch nutzen sollten und könnten, nämlich diesen Ansatz, dass wir unsere Bedürfnisse weniger über Geld und Waren befriedigen, sondern mehr über Infrastrukturen. Ich glaube, das wäre auch für die Sozialdemokratie in gewisser Weise aufgelegt. Gleichzeitig gibt es natürlich im Laufe der vergangenen 100 Jahre auch eine zweite Richtung der Sozialdemokratie, die sehr stark geworden ist, nämlich die der Förderung des Massenkonsums und der Teilhabe an der Gesellschaft durch höhere Löhne und damit eben auch mehr Konsummöglichkeiten, ich möchte das jetzt nicht moralisierend abwerten, aber es hat natürlich ein großes Problem, wenn wir über die Klimakrise reden, weil das dann eben genau der umgekehrte Ansatz ist. Deswegen finde ich es unglücklich, wenn Gewerkschaften und SPÖ über die jetzige Lebenshaltungskrise ständig als Teuerungskrise reden, weil es ja eigentlich auch da wieder darum geht, wenn wir jetzt von Visionen reden, einen Ansatz zu wählen, der das Leben leistbar macht, ohne zu sehr von Gütern abhängig zu sein. Das heißt, dass bestimmte Produkte, und das ist Energie und Wohnen, natürlich man genau schauen muss, dass es leistbar bleibt, ja, aber umgekehrt wissen, ja, dass bestimmte Produkte, insbesondere Energie und Nahrungsmittel, ja eigentlich zu billig sind, wenn wir das unter ökologischen Gesichtspunkten anschauen. Und dieses Spannungsverhältnis anzugehen, wäre, glaube ich, eine Aufgabe einer modernen Sozialdemokratie. Das als Teuerungskrise zu titulieren, ist halt sehr nahe an dem, wie es auch die rechten Parteien titulieren, weil es ja dann eben der klassische Margaret Thatcher-Spruch ist, wie viel bleibt mir letztlich in meinen Geldbörsen, ist Ausdruck meiner Freiheit.
daran, ja, auch kulturell etwas dagegen zu stellen, glaube ich, könnte man von den sozialökologischen Infrastrukturen des Roten Wiens lernen und von dem Wirtschaftsbereiche, wie ich im Eingangs kurz gesagt habe, anders zu bewerten und daher auch Preissteigerungen in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich zu handhaben. In Atmersdorf, Herr von Boxberg, glauben wir, die Kämpfe mit vielen Geschichten, die es vorher selber führen muss. Und natürlich ist die Kritik berechtigt. Es gibt noch viel weitergehende, zu deiner Information, noch viel weitergehende Reformen, an die anzuknüpfen ist. Im Bereich der Arbeiterkammer beispielsweise, dass wir zum ersten Mal eine eigene Abteilung gegründet haben, die tatsächlich auch in diesem Bereich und mit Ressourcen ausgestattet worden ist, um auch diese Priorisierung in Kontakt, ich bin ja fast schon hauptberuflich Gewerkschaftsführer, guck mal so vor in den letzten Monaten, in vielen Bereichen, also ich pflege den Kontakt sehr gut, bin einfach als Gewerkschaftsmitglied, aber ich glaube natürlich auch, dass auch diesen Dialog geben muss, also das ist ja die Frage des sozialen Verteidigungskampfes, was aus der Forderung heraus, dass es natürlich auch diesen gemeinsamen Kampf geben muss. Ich mag es noch ein bisschen. Die letzte Kritik war sehr hart von dir, von Ihnen, von der ÖGB-Teuerungsdebatte. Also eine ganz einfache Frage zu diesen ganzen Fragen. Wenn man zuerst die hohen Preise da oder zuerst die hohen Löhne. Also insofern gibt es ja rückwirkend eine Abfederung sozusagen von all dem, dass man natürlich auch unser Leben noch leistbar gestalten muss mit all dem, was da hinten nachhängt. Auch die Regierungspropaganda, die sagt, naja, in Europa haben wir ganz gute Kaufkraft gehabt, die Inflation weniger, das sprechen sie nicht so. Aber die Kaufkraftentwicklung ist ja auch de facto nicht die Wahrheit. Die Wahrheit war, dass die starken Gewerkschaften durch ihre Lohnerhöhungen über der Inflation mindestens abzuschließen, diese Kaufkraft sichern. Und wir wollen, das ist das große Interesse, wie ich schon im Eingangsstatement schon gesagt habe, dass wir uns eigentlich besser und regional und nachhaltiger, biologisch produziert, Tierwohl produziert ernähren, dann muss es sozusagen auch gesetzlich Maßnahmen dazu geben. Wir verstehen doch nicht, dass irgendwie das Schweinefleisch, das über 5.000, 6.000 Kilometer in den Schlachtviehtransporten über die Niederlande hierher geführt werden, dann schlussendlich billiger sozusagen subventioniert werden und die biologisch nachhaltig produzierten Lebensmittel, die aus der Region kommen, teurer sind. Das heißt, ich verstehe Politik auch, hier anzusetzen, einzugreifen mit dem, was alles gesundheitsschädlich ist, gilt der Zuckergehalt, wissen wir ja, was unter nicht Tierwohl, nicht artgerecht, nicht regional produziert worden ist, teurer zu besteuern und im Gegensatz zu biologischen Produkte billiger zu machen. Das könnte Politik leisten, nur dass man mal Gedankenmodell haben muss, Eingriff in der Politik tatsächlich auch in diesem Bereich ist. Weil es ist das Anrecht auch von uns, beispielsweise ich bin ziemlich weit drinnen in den Fragen, was Kinderarmutsbekämpfung anbelangt, das strukturell und wir diskutieren auch sehr stark die Modelle, was sind die richtigen Modelle in der Frage von Kindergrundsicherung. Wie weit sollen es Sachleistungen sein, wie sollen es Direktgeschichten sein, wie weit sollen Teilhabemöglichkeiten. Aber wir kommen zum Beispiel auch mit Expertinnen der Schuldnerinnenberatung zusammen, die Echtkosten auch tatsächlich rechnen. Und wir rechnen nämlich nicht so aus, dass es dann die Armut von Kindern oder die Armutsgefährdung, Ausgrenzungsgefährdung von Kindern verhindert, wenn wir Diskonterware kriegen, nämlich die schlecht produzierten und auch in Gesichtspunkten schlecht produzierten, sondern dass auch für Kinder beispielsweise, ich bleibe beim Kinderthema, wenn wir da stark drinnen sind, dass finanziell schwächer gestellten Haushalten auch Anspruch auf Punkte, auf biologisch produzierte, nachhaltig produzierte Produkte. Das ist sozusagen auch die Neuigkeit, sozusagen nicht nur zu sagen, okay, man braucht so und so viel Deckel von irgendwas, sondern auch den Qualitätsanspruch zu haben, dass man auch gute Produkte im besten Sinne des Wortes auch tatsächlich macht. Deswegen denken wir auch in den Modellen, wo man es verfolgt in der Sozialdemokratie noch über Energiegrundsicherung, über kommunalen Wohnbau als Gegengewicht. Nicht nur, dass wir irgendwie aus Tradition heraus öffentlichen Wohnbau als wichtiges Instrument sehen, genossenschaftlichen Wohnbau, der nicht gewinnorientiert ist, sehen, sondern wir sehen es als offensives Gegenmodell, wo man diesen freien Markt sozusagen von Privaten, die natürlich auf Profite aufgebaut sind, inklusive Leerstand und Spekulation von dem, was wir eh alles kennen, als Gegengewicht zu produzieren. Wir kennen uns unterhalten historisch über Jakob Breumann, über Ferdinand Hanisch und über Breitner und über alles, haben richtige Ansätze gehabt und ich glaube, das sind auch die Modelle, die sie jetzt ableiten, wo wir sagen, es muss verschiedene Grundvoraussetzungen geben. Gesundheitsversorgung, Hygiene, leistbaren Wohnraum, in all diesen Bereichen ein sozialdemokratisches Zukunftsmodell. Und deswegen ist auch der Kampf in dieser Erderhitzung und um diesen Rechtsanspruch von einem intakten Planeten auch spürbarer zu machen.
In unserer DNA der Bewegung war es immer so, das hat man angefangen bei den Wienerberger Ziegelfabriken, wo man ein Bettgeher gekauft hat. Dass wir damals hart gekämpft haben, dass wir endlich aus den Lehmhütten sozusagen herauskommen, so wie die Bettgeherwohnungen, war schon ein hygienischer Fortschritt. Aber dass man damals auch geschaut hat, dass man sich ein gutes und trinkbares Wasser aufbauen kann. Also so wie man damals geschaut hat, im Individualrecht, jedem Arbeiter, jeder Arbeiterin zu garantieren, ein Recht auf ein intaktes Lebensumfeld, wie pervers wäre es eigentlich, wenn man nicht das Lebensumfeld für uns alle kollektiv auch sichert. Sozusagen auch aus diesem historischen Anspruch. Das ist mein Ansatz in der Sozialdemokratie, dafür zu werben, dass wir schon auch diesen Rechtsanspruch auf intakte Umwelt, intakten Planeten, aus dem intakten Anspruch für jede und jede Einzelne in der Historik herarbeiten können, in diesen Fragen der zukünftigen Prioritätensetzung. Ja, wie kann man schauen, dass die Sozialdemokratie ja tatsächlich verbunden bleibt der Bewegung? Ich glaube, wir gehen jetzt einen wichtigen Schritt, deswegen war die Demokratisierung der Partei nach 130 Jahren und richtigen Widerständen, und zwar Vorsitzenden der Partei vor mir, die daran gescheitert sind und nicht umsonst gescheitert sind, auch die Versicherung sozusagen nicht diese Abgehobenheit, früher hat man gesagt, diese Verbundenheit, auch diese Entfremdung aus dem eigenen Klientel, zumindest etwas wirksam entgegenzusetzen. Diese Demokratisierung ist eine höchst politische Angelegenheit, deswegen war es natürlich ein hartes Stück Arbeit, das so durchzusetzen. Jetzt in der Form einer Direktwahl. Wird sich noch weiterentwickelt sein, aber mit einer wichtigen Stufe auch, was die Parteiführung anbelangt, aber bitte auch politisch zu begreifen, was das heißt. One woman, one vote, one man, one vote. Also jede eine Stimme sozusagen gleichberechtigt, nicht in den Flyer, Viererzirkeln von irgendwelchen Parteisekretariaten, tatsächlich auch zu garantieren politisch, dass es keine Entfremdung geben kann. Das ist sozusagen das Vermächtnis, das wir für die nächsten Generationen damit auch tatsächlich politisch garantieren können, in diesen Fragen nicht Entfremdung. Jetzt völlig recht, die Sozialdemokratie muss eine richtige Entscheidung auch treffen, wie weit sie klassisch Partei ist, in der Frage einer politischen Partei, so wie wir es kennengelernt haben in den letzten 30 Jahren, und wie weit sie selbst bewegungstheoretisch auch sich einordnet in einer großen Bewegung. Da rede ich jetzt nicht, wie man Kickl verhindern kann, als sogenannten Fukaki oder wie man diese Abkürzung heißt. Nur, dass ich das böse Wort nicht ausspreche, aber da werden wir alles tun. Also ich persönlich werde alles geben, was ich kann, aber eine Sozialdemokratie, ich glaube, wir haben die Chance, wir schätzen nicht, dass wir die Einzigen sein können, die wir verhindern können, deswegen raffen wir mit all unserer Energie. Natürlich ist es ein Hauptprojekt, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, sozusagen passiv irgendwas zu verhindern. Und wir in der Sozialdemokratie haben diesen Ansatz, den ich vorher ökonomisch dargestellt habe, dass wir immer sozusagen nur abgefedert haben, die Härten rausgenommen, dass man eigentlich auch nichts gemacht hat bei den Deregulierungen, bei den Privatisierungsrichtlinien, Dienstleistungsrichtlinien und heutigen Kriterien bis hin zu den Maastricht-Kriterien und vielen anderen, die hinterfragungswürdig werden. Also das war weggekommen, dass wir einer von vielen Angeboten politisch sind, sondern wir müssen zu einer Alternative werden. Menschen müssen wissen, wenn sie mit uns darüber sprechen, was es heißt, beispielsweise in der Bildung noch radikaler zu denken. Nicht jetzt die Matura-Diskussion hochzuziehen, die war auch unvorbereitet für mich, muss ich auch sagen, aber gleichzeitig die Schule ganz anders zu denken, Bildungseinrichtung. Wir wollen einen Ort haben, wo Kinder hingehen, eine Schule, wo man Spaß haben, wo man lernen, wo man forschen, wo man denken, wo die besten Pädagoginnen da sind, wo man gerne in die Schule hingehen. Also das sind die Räume. Nicht Schule ohne Rucksack ist ja nicht nur ein Schlagwort. Das heißt, die müssen nachdenken, wie man Druck rausnimmt. Druck, denkt einmal nach, sozusagen an eurer Volksschulzeit. Das ist ein Drucksystem. Man hat ab der ersten Klasse Volksschuldruck, später dann auf der dritten Klasse Volksschuldruck, wenn es dann schon um die Zeugnisse geht, ob man Chance hat, auf ein Gymnasium gehen zu können, damit man lauter Anser hat oder Chance hat. Da gibt es viele Regionen in Österreich, da ist es Faktum, wenn du nicht lauter Anser hast, im vierten Halbjahreszeugnis, dann hast du keine Chance auf ein Gymnasium. Also das findet statt, also größer zu denken in all diesen Fragen. Das heißt aber auch bewegungstheoretisch auch aufzumachen und sich selbst zu definieren. So, Prozess, wir sind bereit, dem zu gehen. Wahrscheinlich in der Dimension ist auch neu in der politischen Landschaft, dass wir einfach da auch neue Maßstäbe setzen wollen. Und das ist eine große Aufgabenstellung auch für unser neues Team in der Frage der Definition der Sozialdemokratie als neue Bewegung. Ich habe so ein paar Themen, wie man es mit Bewegung hält. Natürlich haben wir. Ich kann nur sagen, aus meiner Geschichte, ich bin historisch sehr stark über meine Funktionen, die ich in den Jugendorganisationen gehabt habe, natürlich sehr stark auf außenparlamentarische Opposition unterwegs gewesen. Ich bin sozusagen ein Kind der Abholung, vielen Orientierungen, also mehr auf Demonstrationen als am Schreibtisch, würde ich mal sagen, in meinen Funktionszeugen, in all den wichtigen Bewegungen, die immer zeitgeistig natürlich andere politische Themen sind. Ich komme selber aus der Friedensbewegung heraus, auf die Neutralitätsmitte.
Bewegung mitgegründet als einer von vielen in Österreich damals schon mit den NATO-Orientierungen. Und jetzt sind sie natürlich dann über die Sozialbewegungen geworden und dann später in die Anti-Wef-Bewegungen aufgegangen. Und viele andere Geschichten sind ökologische Bewegungen. Also Sozialdemokratie muss sich tatsächlich nicht nur in der Phrase anbiedern und sozusagen dann mit einer grünen Brille irgendwo auftauchen, glaube ich, es ist hinbar von einer Klimaschutz wie immer oder Klimanotstandsdemonstration zu sein, sondern sie als Teil der Bewegung. Was können wir strukturell machen? Ich kann es aus der Entwicklungsgeschichte meiner Stadt erzählen, wo es sehr schwierig war. Wir haben uns monatelang damals mit den Fridays for Future und mit den Scientists for Future ausgetauscht und beraten, diesen Klimanotstandsbegriff als erste Stadt in Österreich zu fällen. Wohl wissend, dass Selbstverpflichtung natürlich dann hinten nachhängt, dass es nicht um die große PR-Geschichte geht. Wir haben sich Konstanz in Deutschland angeschaut, die da vorangegangen sind, haben gewusst, wie unmöglich manche Dinge sind, die notwendig sind. Da haben wir Baustoffe und Betonalternativen und vieles andere reden. Aber es ist praktisch jetzt in der Stadt, dass wir einfach eine Selbstverpflichtung haben, jeden einzelnen Beschluss, der vorbereitet wird. Letztes Beispiel würde jetzt klein klingen, aber war die Beschaffung von Außenstühlen für Veranstaltungen, wo natürlich dann, bevor dieser Beschluss gefasst wird, die Selbstüberprüfung auf Nachhaltigkeit, Zertifizierung und vieles andere dann auch tatsächlich über die Gremien laufen muss, weil beispielsweise uns der Beschluss nicht erfolgt. Das ist ein neues Denken von Priorisierung, von der Summe der kleinen Maßnahmen bis hin zu den großen, dass wir jetzt in der nachhaltigen Klima- und Mobilitätsabteilung neu in die Stadt gebracht haben. Mit vielen BOKU-Absolventinnen, die das leiten, die U-Absolventinnen, die tatsächlich auch einen neuen Maßstab machen. Das war in der Stadtverwaltung, die neue Berichte sitzt und so, neue Strukturen übergeordnet schafft. Und so haben wir es an der SPÖ angelegt. Einer meiner ersten Termine war im Juni sozusagen mit 14 Klima- und Umweltschutzorganisationen zusammenzutreffen, alle Bewegungen mit einzuladen, von den klassischen VCÖs bis zu neueren Bewegungen mit der Julia Herr gemeinsam einfach sich auszutauschen und zu sagen, wir profitieren jetzt voneinander. Wir haben gemeinsame Zielsetzungen, wir lernen von der Expertise, die ja viel weiter auch inhaltlich vorangeschritten ist in den Teilorganisationen. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir Sozialdemokratie strukturell aufbauen wollen für die Kämpfe der nächsten Zeit. Ja, Sozialdemokratie war immer stark, weil sie klassisch natürlich eng verbunden war mit der Arbeiterinnen und Arbeiterschaft, aber sie war auch immer dann stark, weil sie sich gleichzeitig mit der Wissenschaft stark verbunden war. Unsere stärksten revolutionären Momente, sozusagen, wo wir Gesellschaft neu gestaltet haben, war die Synthese daraus. Auf der klassischen Klientelgeschichte, aber auch sehr wissenschaftsoffen zu sein. Und das müssen wir auch werden in der Sozialdemokratie. Deswegen versuche ich ja, vor allem heute hätte ich mir nicht gehabt, um als Sohn einer Arbeiterfamilie, also bei einer Vorlesung ein bisschen prominentere Rolle zu haben, vorne sitzend, aber gleichzeitig auch tatsächlich den offensiven Kontakt zu suchen, mit der Wissenschaft. Wir brauchen alle, also es braucht ja nicht diese Schlagzeilenpolitik, wo es am Klimaschutz wichtig, Dekarbonisierung wichtig, die Evidenten sozusagen aufzuzählen, aber nicht die fachliche Expertise tatsächlich zu haben, das umzusetzen in all diesen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch die Frage der Zukunft ist. Wenn ich jetzt noch ein paar Minuten rede, könnt ihr keine Fragen mehr stellen, das wäre vielleicht einfacher für mich. Nur eine letzte Geschichte, weil es kommen ist auch in diesen irgendwelchen Fragen der Flucht. Ich sage, Politik ist manchmal auch ganz einfach, vom Grundprinzip, wie man zugeht. Manchmal ist es sehr komplex in ökonomischen Zusammenhängen, über Entschuldung und viele andere Regulatorien, die wir haben, wenn wir über Finanztransaktionssteuern reden, die haben wir seit 30 Jahren anlegen und immer gibt es die Hebel, noch immer nicht, die stark genug sind, um die durchzusetzen. Ich glaube, dass sozusagen wir aber schon in einer ersten Etappe zum ersten Mal wieder sagen, dass wir den Neoliberalismus tatsächlich zurücktreiben. Ich bin nicht bei dir sozusagen, es wird nicht ein Generalstreikaufruf werden und sozusagen auch die Enteignung der Produktionsweisen und Fabriken und Produktionsmittel, aber die Tagesordnung ist schon eine, die wir jetzt gesetzt haben. Zum ersten Mal in Frage zu stellen und zurückzutreiben und tatsächlich einzugreifen und auch diesen radikalen freien Markt in Frage zu stellen. Eine riesen Etappe, eine riesen realistische Etappe, anstrengend genug in diesen Fragestellungen. Und ich glaube, das persönlich Leichte daran ist, dass wir alle Politikfelder, aber emotionshochgeladenen Themen, die Rechte betreffen, auch wir ganz normal auf die Lebensrealitäten von uns selber zurückkommen können. Weil ich diskutiere über die Menschen, die an den Außengrenzen sterben, an den Menschen, die sozusagen, die man erlebt, wenn man selber im B hat schon erlebt, die Leute wie Busch gepackt werden. Was das heißt, ja, wenn die Hund drauf losgelassen werden. Was das heißt, wenn sie weggeraufen, dann, dass die Schlafsäcke dann nochmal verbrannt werden, dort nochmal sozusagen wie in einer Zeremonie, ja, wenn man die Verletzungen sieht, dass die Leute geschlagen werden. Dann kann ich nicht irgendwer ernsthaft annehmen, dass das ein menschliches Modell ist, von mir hin wollen. Dass wir Buschbacks wollen und dass wir wollen, dass die Leute saufen.
Das heißt, man muss Möglichkeiten schaffen, um das systematisch zu verhindern. Legale Fluchtrouten ist ganz bewusst auch eine Möglichkeit, dass wir verhindern können, irreguläre Migration, dass die Schlepperwege noch gefährlicher werden, dass wir diese Fragen angehen. Und das Grundprinzip ist ganz einfach. Diejenigen Werte, die wir miteinander an unsere Kindergeneration einmal weitergeben wollen, an unsere Enkelgeneration, diejenigen Werte, wo alle erfahren, auch Leute, die FPÖ-Sympathisanten, das eigentlich ganz nett finden. Wenn ihre Kinder nämlich nicht wegschauen, wenn man vom Parkpavillon fliegt. Wenn ihr Kind nicht wegschaut, wenn jemand das sauft, sondern jemand die Hand reicht. Dass man die nicht zum Grundprinzip der Politik macht. Und so einfach muss man sozusagen auch angehen, wenn wir über Rechte und Rechtswählerinnen und Rechtswähler sprechen, dass wir aus den Eigenschaften, die sie eigentlich ganz nett finden. Und dann kann sie am 24. Dezember mit Warnen unter dem Christbaum stehen und wie nett und wie lieb alles ist und wie Nächstenliebe und was auch immer alles. Aber wirklich als ein Grundprinzip der Politik wollen. Nicht wegschauen, wenn wir fällt, aufhelfen, wenn wir stürzt und die Hand reichen, wenn jemand das hofft. Und so einfach muss das auch das Grundprinzip der Politik werden. Ja, wir arbeiten auch eng mit einer Bürgerinitiative aus Lichtenwörth zusammen, auf dem Land in der Nähe von Wiener Neustadt. Und der Ort werden eben derzeit, ich glaube, es sind 9 Landwirte enteignet von der schwarz-blauen Landesregierung, weil die Ostumfahrung gebaut werden soll. Und vielleicht das nur als Stichwort dazu, also wir schätzen das Eigentum immer sehr hoch, aber genau, es wird uns oft genommen vom Staat. Und ich glaube, das Ziel sollte sein, auf jeden Fall zurück ist, eben in gesellschaftliche Hände zu bringen. Und genau, auch da wieder anknüpfen an das, was ich gesagt habe, aus klimapolitischer Verantwortung heraus. Aber ja, würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Und eigentlich wollte ich als Schlussstatement nur sagen, eben, die Wahlen alleine werden auf jeden Fall nicht die politischen Kräfteverhältnisse ändern können, nicht von heute auf morgen. Das Ziel muss sein, sich zu organisieren, überall. In der Uni, in der Nachbarschaft, in eurem Verein, in politischen Organisationen. Und da wünsche ich mir einfach viel, viel mehr gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, das ist auf jeden Fall der Appell von mir aus. Und wir freuen uns total, wenn eben Menschen, die auch davor noch nicht aktiv waren, Lust haben auf Klimapolitik. Ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt von den BusfahrerInnen. Da sind wir eben gerade in enger Zusammenarbeit, werden in den nächsten Wochen auch auf jeden Fall zu einem öffentlichen Treffen einladen. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann tragt euch einfach hier ein. Danke. Vielen Dank für die Geduld, für manchmal längere Statements, den Ruf, dass ich gerne ausführlicher erkläre, aber ich glaube, es ist wichtig, manchmal ein Bild mitzugeben, was es heißt, sozusagen von der Respektsebene gegenüber Menschen einfach wegzudenken, bis zu den großen Schalthebel, also alles, was Gesellschaftspolitik in der Verknüpfung von Ökonomie tatsächlich ausmacht. Und mir ein großes Anliegen, weil das die alle machen dürfen, das also international in einer Perspektive zu sehen. Zu den konkreten Beantwortungen in aller Kürze. Also wenn ich das Konzept fertig hätte, wäre ich schon sehr weit über die letzten Monate sehr beschäftigt, sozusagen die Sozialdemokratie so aufzustellen, dass sie sozusagen nach innen nochmal auch die Festigkeit kriegt. Das war wirklich gelungen. In der Phase 1 sozusagen nach so einem turbulenten Parteitag wie im Juni mit einer knappen Mehrheitsentscheidung und bei den Schwierigkeiten und Kommentaren, die man dann auch lesen darf und finden von. Und natürlich auch Widerständen jetzt aufzustellen. Jetzt haben wir in der Phase 2 Breite zu gewinnen, auch ein Konzept zu haben, was Hegemonie herstellt in vielen Bereichen, was liberale Demokratie schützen als Überschrift anbelangt und gleichzeitig auch politische Alternativen zu ermöglichen. Und das ist eine Fragestellung, die geht nicht nur in der ökologischen Bewegung, für die hat sehr viel zu tun in einem offenen Dialog mit Kulturschaffenden, sofern wir sie komplett aufgemacht haben, aus dem kommen wir ja sozusagen, aus diesem Umfeld, das hat mich mein Leben lang auch politisch begleitet, unterstützt. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Bereich, auch die Frage der Kultur und aller, die in der Kulturarbeit tätig sind, auch materiell sicherzustellen, dass sie überleben können. Heute ist Geschichte, wo du heute sozusagen nicht am Sprungbrett bist, unter den Top 10 zu sein im Kulturschaffensbereich, sondern tatsächlich auch Schwierigkeiten hast, überhaupt Kunst, Kultur als wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft prägen zu können. Das ist also einer der Bereiche, wenn Sie mich über Netzwerke fragt, über die man aufbaut in einer breiten Front, tut mir das schwer, immer das mit dem letzten Präsidentschaftswahl zu vergleichen. Eigentlich waren die vorletzten eine spannende Geschichte. Ich habe da mich unterschiedlich entschieden bei den letzten 2 Wahlen, was mein persönliches Wahlverhalten anbelangt, bei Präsidentschaftswahlen. Aber ich glaube, wichtig ist sozusagen ein gesellschaftspolitisches Bündnis tatsächlich herstellen zu können. Das schaffen wir. Also ich bin ganz sicher, dass es immer auch eine breite Mehrheit zu gewinnen gibt, die
außer von Rechtskandidatinnen und Rechtskandidaten oder radikalen Konservativismus, wie immer das ist, 16 in der Koalition von Blau und Schwarz tatsächlich Mehrheiten gibt. Also für das, da bin ich ganz fest überzeugt, das muss man schaffen. Die breiten Bündnisse, Universitäten spielen auch eine wichtige Rolle drin. Kultur habe ich schon erwähnt, es spielt sicher die ökologische Bewegung eine Rolle, da spielen aber so viele Sozialbewegungen eine Rolle, die manchmal wenig laute Stimmen. Arbeitsloseninitiativen, ganz eine wichtige Geschichte, auch eine wahnsinnige Arbeit in dieser Republik, auch in einer Zeit, wo uns durch Rezession und Rezessionsgefahren auch wieder steigende Arbeitslosigkeit droht. Wir haben Kinder, wie erwähnt, Kinder sind diejenigen, die kein Mikrofon haben, aber wo Kinderrechte auch geparkt sind, das ist aus der Rechtsanspruchdiskussion sehr breit eingebettet. Ja, zu den Fragen zu NEOS. Ja, ich denke, es gibt ein bisschen eine Bewegung bei den NEOS, sie sind mittlerweile auch schon, und da können Sie sich schon vorstellen, dass Erbschaftssteuern gut sind, das ist aber auch noch ganz anders gekommen in Filmgeschichten. Ich müsste sich vorstellen, mir wird die Frage gestellt, so ähnlich wie bei der Finanzierung, aber wir reden über ein paar Milliarden, eigentlich gar nicht viel, wir haben 115, 120 Betrachtungsweise in den letzten Jahren Staatsbudget. Wir reden über 6 bis 7 Milliarden Euro nur in der Frage, ein bisschen gerechtere Steuersystem zu machen. Wir reden nicht von Enteignung, was gehört, wo du das her hast, dass wir von den Enteignung reden. Wir haben sogar die Häusler, sozusagen diese Luxusgrenze fürs Eigenheim so hochgesetzt, dass wir glaubhaft machen können, dass wir auch jedem sein Recht haben, was der Häusler gebaut hat, dass er das auch selbstverständlich der nächsten Generation weitergeben kann. Für eine andere Frage, wir vergesellschaften in kleinen Bereichen dort, kannst du auch bei der Stadt sagen, Bereiche, die Sinn machen, die auch ökonomisch Sinn macht, wo man beweisen kann, dass man Dinge auch tatsächlich auch gut produzieren kann, ohne Profit streben. Jetzt das letzte Projekt, die Volksküche, logischerweise, wo wir jetzt selber kochen und das schon mal bei einer Gärtnereibetrieb macht, aber nicht sozusagen als Enteignungsprogramm, sondern sozusagen auch dort, wo es Sinn macht, auch gemeinschaftlich für Gesellschaften einfach zu produzieren. Aber das machen eh viele andere Geschichten, sei es halt über Energieholdings und vielen anderen Bereichen. Also wichtig ist die Frage der NEOS noch mehr anzusprechen. Also immer diese unmoralische Frage, wer was finanzieren soll, die man nie kriegt, die kennst die Bettler oder viele von euch kennen wahrscheinlich diese Episoden, wo ich das auch gerne moralisch bewerte, bei den 47 Milliarden, die jemand hat uns gefragt, bei den Geschenken von 34% auf 23% von Schwarz-Blau 1 beginnend, was die Gewinnsteuersenkung anbelangt, 7 Milliarden, die uns da für ein Budget. Also das sind ja Summen, wo uns nie wer gefragt hat. Also jetzt haben wir ja alle diese Dinge auch am Tableau und jedes Mal, wenn wir irgendwas tun wollen für Kinderbetreuungsplätze, für Studienplätze, für Gesundheitsversorgung, für alles werden wir immer gefragt, wo wir das Geld hernehmen. Ein kleiner Teil ist die Vermögensbesteuerung, aber wir wissen natürlich, dass man in jedem Budget, ich bin nicht selber in der Budgeterstellung, bin vielleicht eher einer der wenigen in der Politik, der weiß, wie man Budget erstellt, das ist halt der Vorteil, dass du selber ein Budget als Bürgermeister machen kannst, das würde ich nicht glauben, dass das viele wissen, wie das funktioniert, du hast natürlich 15 bis 20 Milliarden Budgetspielraum, jeden normalen Budget, je nachdem, wo du die Gewichtungen hernimmst. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist über Budgetpolitik und ganz einfach über ein bisschen gerechtere Steuerpolitik, das zu machen. Ich würde gerne die Frage mit den NEOS umgekehrt sehen. Was gab es, wenn wir mit den NEOS auf einem Verhandlungstisch sitzen würden? Wie Sie die Frage eigentlich beantworten, wenn ich sage, wir haben diese Vermögensverteilung, die du angesprochen hast, ja, mit 1%, die 40 bis 50 in der Stunde des gesamten Vermögens besitzen. Die steigende Vermögenskonzentration der 100 Reichsten, sozusagen, die 210 Milliarden besitzen, Tendenz steigend, der Vermögenszuwachs und die Schere immer weiter auseinanderget, dass jemand gegenüber von mir auf dem Tisch sitzt und sagt, ja, das muss so bleiben. Wir sehen ja so, dass es so bleiben muss, also wo ist die rote Linie sozusagen des Gegenübers? Und prinzipiell arbeiten die eher Mehrheiten sozusagen jenseits von Koalitionen, also die absolute wäre das Ziel. Das heißt, die Priorisierung ist zwar schlechte Nachricht für den EU, so ich schaue schon, dass man gewaltige Mehrheiten kriegt, um auch bestimmen zu können in dem Sinne und nicht wieder in irgendwelche Kuhhandlungen treten zu müssen, nämlich wenn es um die Gerechtigkeit geht. Das ist mein Ansatz. Ich bin Vorsitzender der Sozialdemokratie, wir stellen den Anspruch, dass wir das gewinnen können, sonst hätte man das Ganze nicht antun. Ja, ich habe eine ganz gemütliche Situation mit der Kirchenkopf mit Mehrheiten, mit dann drei Viertelmehrheiten. Also das ist der Anspruch schon. Da kannst du gerne nacherfragen in Verhandlungen, aber ich glaube, wir müssen alles tun, um nicht in die größten Verhandlungen mit vielen Parteien kommen zu müssen. Vielen Dank. Sehr herzliches Dankeschön an Simone und Andreas Barber. Alles Gute und vielen Dank auch für die tolle Teilnahme. Schönen Abend.